mein persönlicher Game Award für den Trending Gamer 2018 geht definitiv an Thomas Goik. Ehrlich? Ja. Oh, toll. Ah, jetzt kommt der Tom, war ein Nazi all along. Schade. Ach, das ist die Standard Trajectory. Hast du die Aufnahme gefunden? Ja. Mit Aufnahme meine ich den letzten Twitch-Stream. Ich wollte gerade sagen, es war tatsächlich öffentlich einfach auf unserem YouTube-Kanal, was mich sehr irritiert hat. dann willkommen bei den Game Awards 2018, wo es dieses Jahr sogar zwei Trending-Gamer geben wird, wo ich sehr gespannt drauf bin. Aber neben diversen Awards, die so niemand interessieren, gibt es auch diverse Ankündigungen, wovon wir zwar jetzt 80% schon kennen, weil sie manchmal geleakt wurden, manchmal einfach angekündigt wurden vorher. Aber wir haben so viele sind's nicht, oder? Please take your seats. Ich habe mich gerade hingesetzt. Ja, wirklich. Lass uns mal in unserer Geschwindigkeit hier den scheiß Stream machen, ey. Mann, ich habe gesagt, du sollst dich nicht einstellen. Also die Awards sind eher so bla, aber auf die Ankündigung freuen wir uns natürlich trotzdem. Wenn wir schon teilweise wissen, was kommt, ist natürlich dann schön, auch die Footage dazu zu sehen. Ich hoffe, das wird was, wo ich nicht einschlafe. Das Ding ist, ich würde mich auch eigentlich gern auf so eine Awardshow freuen, aber da ist es halt wirklich immer so ein Hin und Her, weil ich glaube, in der Kategorie Best Narrative oder so ist halt Detroit mit drin. Was? Oh nein! Also in irgendeiner erzählerischen. Vielleicht war es auch Best Direction, wo ich es noch eher verstehen könnte, bin mir nicht ganz sicher. Ja, eher schon. Aber, oh no! Nun ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe es ja im letzten Jahr live geschaut. Also nicht mit euch, sondern live zu Hause. Und dann halt auf Twitter begleitet. Und da kamen ja so Sachen wie Soul Calibur 6, Bayonetta 3. Und ich dachte so, what? Was passiert denn hier? Mhm. Und dieser Shadow Die Twice-Teaser kam. Das war alles auf den Game Awards. Das ist ja wirklich krass, was der Geoff Keighley inzwischen ranbekommt für seine Show hier. Ja. Und sie ist ja auch wirklich nicht mehr das, was sie noch vor 5 Jahren war. Ja, es waren noch die Spike Awards, ne? Ja, also es war ja, zwischendrin waren es mal die Video Game Awards, davor waren es die Spike Game Awards. Die Spike VGAs. Die Spike VGAs, und das war die beste Zeit. Also Joel McHale ist ja dieses Jahr auch wieder da dieses Jahr. Ja, die scheinen sich ja irgendwie zu mögen, aber es wirkt nie so on screen. Wir wissen, dass, nicht wir wissen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Camilla in irgendeiner Form da ist. Der hat nämlich ein Bild aus der, können ein bisschen leiser machen. Der hat nämlich ein Bild aus seinem Flugzeug geschossen. Ja? Ganz kurz nur für euch, Chat, falls gerade die Musik, ich hoffe mal, das ist so ungefähr indikativ für die Lautstärke des Streams an und für sich. Falls die Musik jetzt zu laut ist, sagt Bescheid. Ihr müsst uns besser hören als die Musik. Aber es beschwert sich zumindest keiner gerade. Es gab ein Foto, das Camille auf Twitter gepostet hat, aus einem Flugzeug heraus, und Leute haben sofort gesehen, das ist das und das Terminal in L.A., dass er halt, oder wo auch immer die Game Awards sind, oh Mann. Dass man auch da sehr wahrscheinlich vermuten kann, dass er da ist, aber muss ja auch immer wissen, es sind halt die Game Awards, es kann auch sein, dass er einfach zu Besuch da ist, um sich das anzugucken, ist jetzt ja keine Ankündigungssache, genau wie natürlich auch die ganzen Presenter, es gibt diverse Verbindungen, die man tätigen kann, wie wir auch gemacht haben, zum Beispiel mit den Avengers Directors, die waren aber zum Beispiel auch auf der E3 in diesem Colosseum-Ding, also viele von diesen Leuten sind auch einfach da, weil Keighley sie halt kennt, oder seine Agenten, die kennen, ist es ja ein Kojima ist nicht da. Das ist sehr überraschend tatsächlich. Aber vielleicht sagt Camille ja, dass ihm jetzt Kojima Productions gehört. Das wäre natürlich schön. Da wäre ich auch drauf. Apropos Platinum Games wegen Camille. Mhm. Wissen wir von einem Spiel, abseits von wahrscheinlich das nächste Nier, das bei denen gerade in Entwicklung? Ja, auf der E3 wurde. Der Bayonetta. Auf der E3 wurde dieses Fantasy-Epische. Stimmt, dieses komische. Vielleicht glaub, sehen wir ja davon einen neuen Trailer. Das könnte sehr gut sein. Ja, also das wäre überhaupt das? Mal. Ach. Wie hieß denn das Platinum-Spiel aus der E3, Leute? Ach ja. Babylon Falls, Infinity. Also, dass man sich da noch so instant erinnert, ist nicht schlecht. Infinity, du bist ein besserer Platinum-Fan als wir zwei. Ja, wirklich. Scalebound Rescaled. Tu unseren Herzen ja, nicht so weh, Yellow. Wir wissen auch, dass Phil Spencer da ist. Ich bin, also, meinst du, es gibt so Backstage-Kamera, wie Phil Spencer und Camille sich so sehen? Ja, hey, so shaky Kamera. Das wird dann halt wie bei diesem, um mal kurz eine Formel-1-Referenz reinzubringen. Wenn ein Rennen vorbei ist, sind die alle in einem Raum, um sich abzukühlen und so. Und immer wenn Rosberg und Hamilton in einem Raum waren, war es so unangenehm. Und es gab einmal eine Situation, wo Rosberg Zweiter wurde und Hamilton Erster. Und dann kriegen die immer so eine Cappy, die sie sich aufziehen müssen. Und Rosberg saß halt mega enttäuscht und beleidigt auf seinen
in seinem Stuhl und Hamilton stand neben ihm, hat die Cappy genommen und die einfach auf Rosberg geworfen. Und Rosberg hat sich angeguckt und die dann einfach so auf den Kopf geworfen. Das sind dann so Millionäre, die sich dann jetzt mit einer Cappy beworfen haben. Das sind einfach so Achtjährige. Ja, ohne sich miteinander zu reden. Und das hat mir so viel gegeben, dass ich darauf. Also ich hoffe, genauso sieht das auch bei Camilla. Ja, ich will auch sehen, wie Camilla so eine Cappy auf Phil Spencer. So eine PS4 wirft sie so auf. Und Phil Spencer. Und dann Phil Spencer ist eine alte Xbox One und tötet einfach versehentlich Camilla. Phil Spencer ist so der Charakter, der sich seiner Schuld bewusst ist und dann aber. Ja, voll! So wieder. Das ist, sich anfreuen will. Der ist Sasuke after Redemption. Weißt du, der Sasuke nach Naruto. Wo er so sagt: Oh man, ja, ich habe versehentlich Millionen Leute umgebracht, aber ich bin, es tut mir auch leid. Ja. Dann sagt Phil Spencer: Okay. Dann sagt Camilla: Okay. Entschuldigung, ja. So, sie sind tatsächlich schon 5 Minuten nach ihrer. Zeit. Aber sie irgendwann nicht hingesetzt hat. Ich sage dir. Irgendwann hört nicht genau, auf es drauf. Kam ja gerade und es läuft auch noch Musik, also es ist ja auch nichts hängen geblieben. Und es ist ja auch nur die Pre-Show wieder steht. Ja. Da werden dann nochmal Awards verteilt, hast du gesagt? Also oft ist es so, dass ja teilweise sogar Offscreen Awards verteilt werden, aber auch in der Pre-Show hat zumindest Geoff auch im letzten Jahr, soweit ich mich erinnere, immer so in einem Nebensatz gesagt, ach und übrigens, bestes Indie-Spiel. Ja. Ist oh, das hier. Ich hoffe sehr, dass wir endlich einen Trailer zur Kingdom Hearts 3 sehen. Einfach, weil ich mir schwer vorstellen kann, was dieses Spiel jetzt ist. Ich hätte noch mal gern einen zu Smash. Naja, ja, das wäre ganz gut. Allerdings, also ich habe das Gefühl, ich weiß noch nicht exakt, wie es endet, Kingdom Hearts 3. Da hätte ich gerne einen Trailer, der mir das zeigt. FTL? Nee, Into the Breach. Ja, das Nachfolgespiel von FTL. Ja. Erstes Spiel sofort falsch. Videospieljournalist Thomas Kohl. Da war ihr Wolf. Guck mal, wie da ist. Ich kann noch nicht. Ich weiß nicht, ist natürlich Death Stranding mit reingekommen. Ich hätte so enttäuscht, dass da nicht einfach eine Aufnahme von Kojimas Gesicht drin war. Alright, here we go, everyone. Welcome to the Game Awards pre-show. I am Geoff Keighley. So, sagt jetzt Bescheid, wie gut ihr den guten Geoff hört und ob ihr uns noch nebenbei hört. Gegebenenfalls kann ich es dann anpassen. We're going to recap some of this year's nominees, highlight what's on the way, present some Game Awards and unveil some of our many never before seen world premieres. This is the 5th year of the Game Awards. Ja, ein bisschen lauter dachte ich mir schon. Cool. Da war lauter, Jeff. With what we hear loud and clear from the community. And actually it's a little intimidating. Holy shit, was? Sie haben gerade von einem, ich glaube, Live-Shot zu einem sitzenden Aufnahmeshot von Geoff Keighley geschnitten. Das war sehr weird. So, ich hab's mal lauter gemacht um einiges. Sagt mal Bescheid, ob's jetzt geht. Ihr müsst uns aber immer noch gut hören. Guck, jetzt sitzt er da. Das war so ein flüssiger Übergang, wenn man den nicht wirklich durch die Bildsprache kommuniziert wurde. Er saß einfach plötzlich da. And this year you can vote on Discord server, you can vote on Twitter, Facebook. Even with your voice on ich glaube, wir sagen noch lauter. Noch lauter? Man hört ihn immer noch nicht so gut. Okay. Dann bleibe ich mal kurz hinten. Während der Chat ist heute dein Personal Trainer. Ja, wirklich. Mach mal lauter, während du dich bückst. Mach mal lauter, während im Handstand. So, jetzt ist es nochmal deutlich lauter gemacht. Man muss ja uns noch hören, ne? Genau, man muss uns noch hören können. Ich kann ja auch selbst also es ist standardmäßig, dass die Footage leiser ist und wir sind lauter. Nichts, was Geoff Keighley sagen kann, kann so wichtig interessant sein, wie das, was Tom und ich sagen. Seien wir ehrlich, wer ist das schon? Hat er je ein, ist er ein ausgezeichneter Videospieljournalist? Ich glaube nicht. Hast du gesehen, dass Kotaku bei Cecile, den Nachnamen vergessen, von Kotaku, wo du für ihre Riot-Story von bei den Writers Guild Awards nominiert. Hollywood-Serien und Filme und so, aber auch Newsartikel nominiert werden. Dies ist einer von 3 Newsartikeln, die halt nominiert sind. Also ich habe jetzt selbst auch mal ein bisschen gegengehört und ich finde es eigentlich gerade gut zu. Jetzt sagen Leute, dass es nicht so laut ist. Look, the stories that matter the most to me, ich hab's schon ein bisschen angepasst. Das Ding ist, die Abmischung von deren Stream ist halt auch so, dass die Musik. Ja, man konnte mich jetzt nicht mehr verstehen.
that makes all the hard work worthwhile for everyone on the team, I think, to know that these developers have a platform. So, das ist ja auch gerade einfach nur Aufgeheipe. Also wenn sie was von Relevanz sagen, sind wir ja auch nicht komplett still, aber reden nicht durch, klingt durch. Und falls euch das aber sehr stört, wenn Leute über den Stream reden, dann schaltet am besten einfach auf den Stream selbst, statt uns zu gucken, weil wir werden garantiert auch reden und wir werden bestimmte Sachen verpassen. Hast du ein Problem damit, Mann? Und das hier, kommst du dir nach Hause, Mann? Und das hier ist ja nur Pre-Stream, also hier gibt es noch nicht so viel zu verpassen. Ich schaue mir einige der In-Game-Storytelling, die Fortnite hat, mit dem Rocket-Launch und dem Cube und all diesen anderen Moments. Man hat ja manchmal neue Zuschauer, die sich dann fragen: Ey, wer sind die Leute? Warum reden die? Boah, was ist das für ein Leute, Mann? Ich muss auch mal das Ding kriegen. Das fällt mir gerade ein. Ich als Mikroinfluencer habe da ja viel Einfluss drauf. Jetzt habe ich so tot gelacht. Ich bin, was war das für eine Seite? Business? Nee. Oh, ich weiß es noch. So irgendwas mit Business oder so. Eine Business-Seite. Ja, wo ich als einer von Gamings Mikroinfluencern gelistet wurde. Und ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Es hat mir sehr viel gegeben. Heißt das, dass Hook insgesamt Mikroinfluencer ist oder nur du? Also es war mein persönlicher, mein privater Twitter-Account. Aber ich influence die Leute ja hart, dass sie Hook gucken. Deswegen läuft es aufs Gleiche hinaus. Ich bin, Entschuldigung, ich Mikro-influence Leute, dass sie Hook gucken. Du influence sie nur ein bisschen. Or they often have staffs that have played all these games. So we think that's the best way to sort of survey everything out there. Also um 3 startet die eigentliche Show und sie geht in der Regel immer ein bisschen mehr als 2 Stunden. Nur weil ich gerade wieder ein paar Leute habe rätseln sehen. Ich bin voll überrascht. Also es gibt, wir sind jetzt irgendwie 3 oder 4 deutsche Streams über den Weg gelaufen, wo das auch gestreamt wird. Also alles natürlich minderwertige Streams im Vergleich zu unserem, das ist ja klar. Aber wie viele Leute das dann gestreamt haben noch, hat mich dann doch überrascht. Um die Uhrzeit? Ja. Danke auch übrigens, dass ihr überhaupt da seid um die Uhrzeit. Studentenwitz. Ich habe gesehen, dass die Band Smash Bros. Das vermisst wurde, auch von deiner Seite. Ich wollte das auch nicht billig kopieren. Faul! Ich will dir deine Brand nicht streitig machen. BAföG. Competitive category in 2018. Will it be Marvel's Spider-Man or Red Dead Redemption? This whole thing is pretty much zentral, also eine meiner Core Pillars, meine Mikro-Influencer-Brand. Close your heart to the desperation. Celeste. Bei den Game Awards, die haben übrigens das typische Problem, dass zu spät startet, zu lang, dass die Sachen, die im Dezember rauskommen, ja, so in einem Limbo gefallen sind, weil sie werden meistens auch im nächsten Jahr nicht wirklich beachtet. Ja, ja. Das ist jetzt, das Problem ist jetzt eigentlich kein so richtiges Spiel, weil Just Cause und Smash Bros. Sind ja schon, aber die Leute haben es ja schon, die wissen. Aber es ist nirgends nominiert, soweit ich weiß. Vielleicht liegt das einfach daran, dass es Smash ist einfach nicht so gut. Annapurna. Ja, das ist Artful Escape. Jesus. Das wird bei euch jetzt wahrscheinlich auch sehr laut gewesen. Wir reden aber kurz ein bisschen lauter. Die Abmischung ist ganz schön scheiße. Nein, sein neues Spiel namens Dancing Devils. Ich finde aber, es sieht sehr gut aus. Und das heißt doch nicht so, Tom. Holy shit, das sieht amazing aus. Hast du gerade gesehen, den Mund? Ja. Annapurna ist das beste fucking Publisher Studio der Welt. Ich habe gerade heute Nacht ein Spiel von denen durchgespielt. Ich hoffe, man versteht dich. Hä? Ich weiß nicht, soll ich... So, ich habe es jetzt mal deutlich leiser gemacht. Ich frage mich gerade, ob ich hier hinten sitzen bleibe, damit ich gegebenenfalls immer anpassen kann, weil das, wenn das jetzt der ganze Stream ist, wäre das ja anstrengend. Aber ich mache es jetzt mal auf so ein Zwischenniveau. Mhm. Wo ich hoffe, dass Musik nicht zu overpowernd ist und man trotzdem noch die Leute hört. Wie heißt das Spiel? Na, war das am Anfang nicht das Ding oder waren das die Entwickler? Ja, ich glaube, das war einfach eine Fiktion, weil es gab da mehrere. Jeff Keighley, and welcome to the Microsoft Theater for the Game Awards 2018. Everyone ready for a big show? Das sah aber so cool aus. Ich habe heute Abend von Annapurna, oder heute Nacht, Florence durchgespielt. Oder Florence. Das ist ein Smartphone-Spiel. Aber dem Macher von Monument Valley, der ein eigenes Studio danach nochmal gegründet hat. Und das ist so ein Dreiviertelstunde Narrative-Game, wo er was aber sehr einzigartig Geschichten mit Spielmechaniken kombiniert. Und was unglaublich beeindruckend war. Also alle, die ein Smartphone haben, was ein bisschen was kann, also Florence, das ist größtenteils gezeichnet und so ein Comic-Look, sieht aber super gut aus. Guckt euch dringend mal Florence an. Und Joseph Ferris kommt. Ja.
Der Countdown war auch gerade die Frage, kam, ist zum eigentlichen Start der Show, weil das hier ist noch die Pre-Show. Das ist ein Countdown-Moment von Hitsuki Salibari, haben sie eingeführt. Danke. Das kommt nicht so klar. Es ist crazy, es ist 5 Jahre. Imagine in 10 Jahren, was du willst. Ich hoffe, es ist so. I'm really happy to be back here. And I'm really excited to be here again. Well, you're a nominee tonight as well. Congratulations for Best Game Direction for A Way Out. Das ist ein sehr guter Award für dieses Spiel, weil das ist wirklich unglaublich gut directed. I'm expecting to win, so hopefully I get up on stage. Vor allem auf eine Art und Weise, weil es ja die beiden Bildschirme verbinden. Also Direction ist natürlich bei Spielen noch etwas anderes als bei Filmen. Das ist nicht einfach nur Kamera, Führung und Schnitt und so. Aber auch das kann dieses Spiel sehr gut. Guck doch mal in die Kamera, Dicker. Guckt halt zum Publikum. Ja, eigentlich ganz. Ja, aber hier sind das Publikum. Da sitzen 500 Leute, hier sitzen 2. Plus ein paar hundert im Chat. I mean, I am a bit crazy, but it's the audience and like the way they were like. Und direkt hat jemand Florence gekauft. Du bist der Beste. Siehst du Mikroinfluencer? Nein. Einen hast du. Ja, das ist. Sie haben recht. Oh Gott, sie haben recht. Das Spiel. First Award of the evening. First Award. Best Action Game. And let's take a look right now at the nominees for Best Action Game. Ich sag Spider-Man. This year, as voted on by the jury and fans, the Action Game nominees are called Spider-Man ist aber Best Game. Was für eine seltsame Liste von Spielen. Dead Cells. Oder? Diese Genre-Awards sind immer so ein Blödsinn. Weil du alles machen kannst, wie du willst. Genre-Awards erscheinen mir auch sehr. Wie was aus den 2000er. Aber Plattform-Awards sind genauso dumm. Also, da muss eigentlich was anderes machen. Dead Cells. Congratulations. Dead Cells gegen Destiny und Black Ops gewonnen. Das ist schon mal sehr gut. Das ist cool. Hallo, ich bin Dead Cell. Oh, er sieht ja super aus. Right here, a game award. It's heavy. Thank you so much. The stage is yours. It's pretty heavy. Oh my God! Congratulations. How's it feel? This is so unexpected that we even prepared a speech for this award. Actually, just a special thought for the whole team back in France. Are hopefully watching us at 3 a.m. in the morning. I hope you guys are awake because you just made it. So congratulations. You should be proud of yourself. Congratulations, guys. Incredible game. Sehr schade, dass es ein Counter-Life geworden ist. Und das special war das da gerade? Nee, es ist 2017. Ja, und? Ich verstehe das Problem nicht. Cliche, but gab we DLC. Have done it without them. So, thank you so much for your support. Guck mal, wie der rechts ist doch. Der hat sich schick gemacht. Der hat die letzte Jahre von Bachelor gewonnen. Vielleicht das eine schließt ja das andere nicht aus. Der ist doch gerade da bei dem, wo die ganzen nackten Leute da auf einer Insel sind, auf ProSieben oder so. Da ist er doch dabei. Adam und Eva. Das ist vorhin. Gina Lisa zieht sich aus fürs Fernsehen. Thanks very much, guys. All right, thank you. Congratulations. Gina Lisa, thank you as well. Good luck tonight. Hope to see you on stage again. I was gonna say, we got another trophy maybe with your name on it. Take care, Jeff. Thank you very much, Mr. Ferris. All right, we've got some more world premieres to get to you here before we get to the main show. Top of the hour. Right now, we're taking a look at the first game from the new studio up in Montreal, Canada, Typhoon. Weil wir haben uns schon so gefreut, Dinge, die wir mit Gina Lisa als Videos machen können für Giga. Da wäre endlos viel Potenzial gewesen. Irgendwas Announcement-mäßig kommt. World Premiere. Und das ist nicht Xbox. Das ist Xbox. Das ist Xbox. Das Trademark. Du bist verklagt. Das ist doch Fortnite. Kriegen wir vom Hass. Das ist ein total Virus-Ding. Ja, siehst du? Krieg eher Prey-Vibes. Das ist ein sehr Prey-Helm. Hab ich auch gesagt, dass das ist. Was wär's? Aber dann in der Pre-Show, ne? Der Helm sah sehr aus wie Craig. Aha, das können 505. Typhoon Studio. Vielleicht ist auch was ganz Neues. Also, ich weiß es nicht. Nee. Ich habe gerade kurz gesagt, das wäre dieses Cycle von Jager, aber das ist ein Jäger. Bonjour, haben schon wieder Leute vorbeigeschickt. Vielen Dank. Journey to the Savage Planet. Was für ein eigenartiger Logo-Reveal. Ist nicht so gut wie Raiders of the Broken Planet, aber auch ein sehr guter Name.
Fällt mir jetzt schwer, dazu eine also Meinung zu haben, weil ich ja nicht weiß, was das für ein Spiel ist. Wahrscheinlich ist die Lösung für die Frage, also wenn es eine Frage bei Bonn gibt, muss ich Formel 1 als Antwort geben. Einfach vor, einfach so. Das ist gerade so dein Vater im Fernsehen gesehen. Alex! Ich komme mir jetzt sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es irgendwas von BioWare war. Papa! All right, well, we love supporting new teams. Tell us a bit about Journey to Savage Planet. Vor 20 Jahren sagte ich, kauf kurz ein Spiel und dann kam er nie wieder. Watch the teaser and they always say, is it a you know, a battle royale? No, it's absolutely not a battle royale. Is it a survival game? No, it is not. It's an adventure game. You get dropped on a strange alien world by a company called Kindred Aerospace, who are very proud to be the fourth best interstellar space exploration company. So they drop you there with absolutely no gear, high hopes. Ja, Raiders of the Broken Planet ist so ähnlich, dass er mittlerweile Space Lords heißt. The Savage Planet. Okay, and how can we find out more about this game? When we get updates? So we're not going to show much gameplay until next year, but we're very excited to do it. So we'll show you gameplay and all kinds of new bits and pieces as soon as we start. Fine from design. All right, so get ready for 2019. Alex, thank you so much for coming down and showing your game for the first time here at the Game Awards. We really appreciate it. Now we're going to move on to present another award now for the best role-playing game, and the nominees in this genre category are. Game Director von Assassin's Creed 3 und Battlefield 2. Assassin's Creed 3 und Far Cry 4. Ni No Kuni 2. Octopath Traveler. Das wird so eindeutig Monster Hunter. Pillars of Eternity hätte es aber auch verdient. Ja, es gewinnt. Aber Pillars of Eternity hat ja keiner gespielt, wie wir neulich rausgefunden haben. Hier bekommt keiner. And the winner for best role-playing game goes to Monster Hunter World. Congratulations. Warten da alle Leute, die nominiert sind, direkt daneben, weil die sind ja sofort da, das ist doch mega weird. Gehen die gerade alle anderen so traurig zurück zu ihren Plätzen? Weil die sind ja immer direkt da. Ich meine, man könnte die vermuten, da kommen, da laufen dass sie gerade Leute vorher wissen. Aber ja, oh. Heißt der Ryozo? Da ist einer Ryozo. R-Y-O-Z-O. Das ist ja der geilste Name ever. Ich dachte gerade, ist das ungewöhnlich? Ryozo. Ryozo. Der Bösewicht in Akira. When we begin creating the game, this game, we were talking with amongst the team members that it's kind of a goal Space. To actually be able to diese Sachen werden oft so abgehandelt, wie du schon sagst. In der Pre-Show ist es immer so mehrere Awards, die so nebenher laufen. Yeah, full circle. That's, that means a lot to all of us. Thank you so much. And one more thing. That is eigentlich ein Satz, den man nicht sagen darf, ohne was. We will have great news for our fans soon. How soon? Like tonight soon? Not on this award show. So. Like a few days later. Okay, all right. Scratch that off later? Your bingo card. All right. Well, congratulations, guys, on winning the best RPG for Monster. And congratulations on being nominated for Game of the Year as well. So maybe we'll see you guys again on stage. Thank you very much, guys. Congratulations. Awesome. Wenn die great, was sind dann great news abseits eines Sequels? Kommt ja offen, das kommt ja auch. Ja, ja, aber die Ankündigung fände ich jetzt doch sehr schön. Ich glaube eher Monster Hunter World Ultimate, weil das ist ja das, was sie immer machen. Spider-Man's PS4 Photo Mode. So you can go to Twitter Gaming now to see best the announcement video of that winner. And of course, tweet up a storm all night about the Game Smash, Awards. It's a new contender. Obwohl ich nur ganz kurz reingucke. Just Cause hat keinen, obwohl es da sich sehr schöne Situation gibt. We've got an interactive extension that lets you predict the winners throughout the show. They're co-streaming, but there's also this interactive extension, so you can go online to the Game Awards channel, pick your winners stellt die berechtigte Frage, inwiefern ist das eine Pre-Show, wenn jetzt schon Awards vergeben werden, ja, weil sie hier noch nicht so mit Pomp vergeben werden, wie in der eigentlichen Show, wo wirklich jemand eine Laudatio hält und so. Coming up at the top of the hour in the main show, the best eSports player award will be presented by Omen by HP, but right now it's my honor to announce some of the other winners in many of the eSports categories that we added this year to the show. So for the best eSports team, here are the nominees. Cloud9 has won this, I think, the past OG two or three years. Jahr, so we've got Astralis, Cloud9, Fnatic, London Spitfire, and OG. And the winner this year again is Cloud9. Als der eine von London Spitfire sich auf der Bühne übergeben hat, da habe ich gedacht, nee, da wird dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Dota 2. Unglaublich gute Entwicklung dieses Jahr.
neue Helden kamen dazu, andere Helden gibt es auch noch. Ich finde es super lustig, wenn die das jedes Jahr hätten. Also jedes Jahr genau ja. Diese fünf Spiele. Ja. Overwatch, for the best e-sports game. Overwatch hat einen neuen Charakter bekommen. Well. Noch einen davor, glaube ich, auch. Davor auch einen. The best e-sports event. The oh ja, da muss man sagen. Das nicht einfach alle fünf? Die E-League Major. Boston ist eine schöne Stadt. Da gibt es Clam Chowder, habe ich gelernt in D4. Evo gab es wenig Clam Chowder dieses Jahr. Deswegen muss es eigentlich die E-League gewinnen. International 2018 up in Vancouver. And the League of Legends World Championship wins. Congratulations to LOL. Kann ich nicht. All right, best esports host. Sure. So, nominees were Alex, Golden Boy Mendes. Leider alles rechtsradikal ist das Verrückte. Hey. Ich spiele darauf an, dass die letzten, das ist ein Witz, weil die letzten Jahre bei Trending Gamer Awards, dann nach, wenn irgendwie Boogie gewonnen hat, er danach dann die White Supremacists verteidigt hat und sich mit denen in der Mitte treffen wollte und sowas ist öfteren mal passiert ist bei den Trending Gamer Awards. Ich kenne diese Leute alle nicht. Ist es öfter passiert? Da gab es davor noch einen Fall, ich weiß aber nicht bei wem. Okay. Sonic, Dylan Falco, and Yamato Cannon, and YNK, and the best esports coach as voted by the fans, Reaper. Congratulations to him. Ich meine, ich finde einerseits ja ganz schön, dass auch diese Branche auf die Art und Weise Anerkennung bekommt, auch wenn die Anerkennung, auch wenn die Anerkennung hier so runtergerattert wird. Also OG's Massive Upset auf LGD war für mich persönlich extrem beeindruckend. Sonic Fox Sideswitch against Go One in DBZ, aber auch. Sonic Fox kenne ich tatsächlich. Ja, aber kennst du auch seinen Sideswitch against Go One in DBZ? Nee. And the winner is C9's comeback win in Triple OT versus FaZe. So weird. Congratulations again to C9. All right, well, we've got more esports coming up in the main show, but right now we've got another world premiere. This is a favorite game of mine from a couple of years ago. And they reached out to me a couple weeks ago and say, hey, we've got some Minecraft. More we're doing. We want to share with you. Würdest du gerne wissen, wie das erste Spiel hieß? Weiß das einer von euch? Check this out. I think you'll like it. Ich wäre, wenn schön, wenn ihr das kurz beantworten könntet. This is a story of a video game called The Stanley Parable. Stanley? You knew The Stanley Parable, of course. After all, it was the video game Spiel von The Beginner's Guide und Stanley Parable-Macher. Don't you remember all the awards we were nominated for? And this year's winner for best narrative is... Oh my god. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Papers, please. The Last of Us. Yes, it was thrilling to be so unanimously recognized by our peers. Which is why we've locked the game's source code away, where it can never be touched by the greedy hand of capitalism. Das haben übrigens jetzt Time Capsule in diesem Jahr Leute den Award bekommen für Spiele, das Spiel für fünf Jahre nicht oder so. What do you mean we never put the game on consoles? Ah, okay. Consoles. We didn't. Excuse me a moment. Ich liebe den Sprecher. Stanley. Ja. Bookflight. Was ein guter Trailer. Das ist so ein lustiges Spiel, wenn ihr Stanley Parable noch nicht gespielt habt. Nachholen unbedingt. I want to add new endings and new content. Oh, new cool. Ja. Wouldn't it be fun? Stanley Parable Deluxe. We'll package it up with the original game and we'll put it on console. Every ending is here. Again because they're suckers. Come, come. Daddy needs a third swimming pool. Oh! Deluxe! Passt. Ich hab es auch gesehen, so gut, wenn es Ultimate Deluxe gewesen wäre. Oh, auch auf PC. Ja, das wäre auch weird, wenn es dann... The Last of Us 2 is also coming out. Das ist so sympathisch. Davey Reedon ist wirklich einer der besten Writer der ganzen Industrie. The best student game, judged by an incredible panel including Megan Allison from Annapurna, Todd Howard, Genova Chen and my good friend Hideo Kojima. Annapurna? The nominees are Combat 2018 from Norway, Dash Quasar from UC Santa Cruz, Jera from Digipen in Spain, Life from Isart Digital in France, also, and Recharge from MIT. And I'm happy to announce the best student game. And congratulations to all the students who are here with us in the audience. The best student game goes to Combat 2018 from Norway. Best. Einfach für den Namen. Hi guys, how are you? This is yours, the first of many game awards. Das sind meine Students. Yeah, absolutely. How does it feel? Congratulations. Noch genau die gleichen wie gerade, die auch für Dead Cells gewonnen haben. Nein, er hat keinen Hut auf.
It's really great. Den Hut kriegt man erstmal fertig mit studieren. Hopefully your game will come out soon. We'll get to play it. Yeah, in August hopefully. Okay. We're actually working on the game and a new name, Tanknarok. Okay. Das ist ein guter Name. Tanknarok. Tanknarok ist ein guter Name. Besser als Combat 2018 auf jeden Fall. Klingt auch eher wie so ein Projektname. Martin here on stage with me and Aurora and Tom Espen back in Norway. And of course our school. Er hat sogar ein Mikro in der Hand, aber er hält das so, er hat einfach ein bisschen Angst davor. Was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Awesome. Well, congratulations, guys. We hope to see more of your game. The Student Game Award winner. We love Game Award. Gar nicht zum Reden. This is from a small indie team of three guys who have been working on this game for the past 5 years. It's called Among Trees. And when I saw some. Das ist eine reine Zeit, Joff. Beeil dich. Dann wirst du von Joff von der Bühne getötet. Kommt hin. Kommt der zweite Joff. Exakter Klon. So, wie heißt das? Among Trees? Among Trees, ja. Hat man davon schon mal was gesehen? Gucken wirklich fast 700 Leute zu. Das ist unfassbar, wir haben 300. Ernsthaft? Ja. Geht denn zu Bett? Was ist denn mit euch los? Das ist was falsch mit euch. Wirklich. Das ist auch gefährlich. Schlafrhythmus ist wichtig. Man versteht mich gerade wieder nicht, weil es wieder sehr laut ist, aber egal. Ich hoffe, man versteht uns noch. Wenn ihr uns nicht versteht, müsst ihr auch sagen. Ich krieg gerade ein bisschen Firewatch-Vibes. Weißt du, ich habe immer, wenn ich solche Trailer sehe und mir denke, oh, ist das schön, hoffentlich ist es kein Survival-Spiel. Es ist ein Survival-Spiel, Tom. Wahrscheinlich ist es ein Survival-Spiel. Nicht, dass das per se schlecht ist, das ist jetzt nur nicht etwas, worüber ich mich so sehr freuen würde. Ich habe Smash gespielt und plötzlich war 2.30 Uhr. Ja, so ging's mir auch gerade. This show is all about bringing everyone together to celebrate video games. When I started this show 5 years ago, my dream was to put competition aside and just come together to celebrate. Wie gut denn dieser Anzug passt. Das war ein bisschen wütend. Der hat so einen richtig gut passenden Anzug. This is a moment that's been 5 years in the making for me. I can't believe it's about to happen. But to kick off the show, I couldn't think of anything better than this. Please join me in welcoming from Nintendo, Reggie Fils-Aimé. Direkt mit Nintendo. From PlayStation, Sean Layden. Prime? Oh. And from Xbox, oh, wie cool. Phil Spencer. Hatte sie alle gleichzeitig auf die Bühne? Oh, wie cool! Wow, das ist ziemlich gut. Wie haben sie denn Sony dazu bekommen? Das ist ziemlich gut. Oh, da muss ich aber irgendwo angucken. Und was Cosplay-mäßiges offiziell? Aber ist eigentlich. Wir spielen alle Fortnite. Guck, wie cool das Bild ist! Tonight at the Game Awards, we come together as a community. Das ist super. To celebrate video games, the most compelling and immersive form of entertainment in the world. Wie cool. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. We are most powerful when we come together. Whoa. United by our common love for the art form of games. We are not. I'm going to beat these fuckers. Yeah, yeah. We join with the viewers and gamers around the globe to celebrate. I'm all about kicking ass and taking names. And the role that video games play. Ich guck so eine presidential debate, weißt du? Together, we will continue to invite new voices, creators and players into our worlds, because when everybody plays, we all win. Smash Brothers. Because when we see the strength of a united gaming community, we remember that we've never seen a challenge that you can't defeat. Guck, wie cool das ist! Ja, wirklich. Ach! Ach! Gab's das schon mal, dass die CEOs so vereint zu sehen sind? Wow! And pushing this industry forward with new games, new experiences, and new ways for everyone to play. Bisschen Tension ist aber schon da. Good luck! To all the nominees. Ja, sie müssen sich, die drei suchen sich gleich Teams aus von Entwicklern, wie beim Völkerball. And enjoy the Game Awards. Ich will Camilla. Nein, ich gehe nicht zu dir, Phil. Yeah. Oh. Wow, cool. Das war super cool. Also das PlayStation und Xbox zusammen, gerade weil PlayStation die letzten Jahre da nicht unbedingt Bock drauf hatte als stark führender in dem Konsolenkampf, sag ich mal. Ja. Wow. Lauren Balfe, super. Featuring the legendary Hans Zimmer and Harry Gregson-Williams. Die machen die Musik. Der Harry Gregson-Williams auch? Der Kili hat halt echt Konnekte. Ja, also ist ja nicht Kili wirklich. Also, das ist ja einfach. Er hat dann seine Agenten da auch und der ist einfach mit seinen, also seine ganze Company ist einfach komplett da in der Ja, aber Szene also drin. Warum das so relativieren? Ich finde das trotzdem beeindruckend. Ja, auf jeden Fall, klar.
Also Gregson Williams und Hans Zimmer gleichzeitig auf der Bühne stehen zu haben, ist... Ja. Und die drei alles Industrieleute von Microsoft, Sony und Nintendo. Können wir mit Lee? Beziehungsweise von PlayStation, Xbox und Nintendo. Ja. Yellow hat geschrieben, Phil Spencer in Smash. Das wäre die beste Ankündigung. Alle CEOs in Smash. Kannst du immer einfach E-Gitarre spielen, das ist ja super geil. Also eigener Demo Awards Song. Das ist wirklich einfach amazing. Ja, das ist mal eine Show, ne? Doch, das ist doch hier, was ist das? Also ich erkenne es bisher nicht wieder. Das kennt man doch. Ich glaube, das ist das Game Awards Theme. Ich glaube, das war das Formel 1 Theme, das neue. Ich muss sagen, ich hätte zu Hans Zimmer gar kein Gesicht zuordnen können vorher. Nee, ich glaube, ich... Ich hab den bestimmt schon mal gesehen, aber nicht. Ich hab dir jetzt zeigen können bei einer Fotoauswahl. In seinem schönen Deutschland. How about that? The Game Awards Orchestra, Hans Zimmer, Harry Gregson Williams, Lauren Balfe with Sarah and Lena. What an amazing start to the show. Welcome to the Game Awards. Ich war Hans, also gleich Christoph Weiß wird so weird. Christoph Weiß hat noch nie in seinem Videospiel gespielt, ich verspreche es dir. Millions of people around the world are coming together to do one thing, which is celebrate the video games that we love. Ich glaube, Christoph Magic the Gathering exzessiv auch online. Das ist ganz großer Solitär. Ich komme mit meinem Hut gleich. Awards, some new game announcements, many things that you've been rumored online may happen tonight, and we've had an amazing year for games. So let's get right to the show with our first big award of the night. To present our first award, he's a mega popular YouTuber, and she's a Twitch streamer nominated tonight for Content Creator of the Year. Please welcome Jacksepticeye and Pokimane. Seven in the morning! Macht er immer. Ja, der schreit so laut, wie es geht. Seven in the morning! Der schreit so laut, wie es geht. Okay. Able to play games for a living. Yeah. And so to all the developers here and watching around the world, thank you for doing what you do and making the YouTube, games that we love. Der ist aber sympathisch, das ist ein guter Typ. Und jetzt habe ich Angst, weil er bei dem Game Awards aufgetreten ist. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, Robin. Ich glaube, wir haben es verstanden. Captivated us with complex characters, surprising twists and profound philosophical ideas. Here are the nominees. Best narrative. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, Detroit. Ich meine, das ist ja von Journalisten gewählt. Amerikanischen Journalisten größtenteils. Ja, ja. Aber irgendwie spielt User Vote auch eine Rolle. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Kapazität. Bei manchen Awards einfach. Oder? Ich weiß es nicht mehr 100% in welcher Auswirkung. Das ist sehr weird. Eine Episode zu nominieren. Aber es wird eh God of War gewinnen. So, wo hab ich also aus der Auswahl würde ich auch sagen God of War. I like the Spider-Man narrative actually. Red Dead Redemption 2 kann ich noch nicht beurteilen, ich habe weit genug gespielt. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich entweder das oder God of War. Ich mochte kein einziges der Narratives in diesen von den Nominierten besonders. And the Game Award goes to Red Dead Redemption 2. Oh, das hätte ich. Eigentlich finde ich eine Welt sehr lustig, in der Nein. Detroit über Red Dead Redemption eine Narrative Award gewinnt. Absolut nicht. Das ist auch von mir, das ist ein Skandal. Thank you from the entire team at Rockstar to all our fans, everyone who voted for us. We love telling stories just as much as we love creating worlds, and it's been incredible
seeing people connect to the game and go on Arthur's journey for themselves. A way out. I'd like to thank our amazing cast. They brought this to life in ways we didn't even imagine. And you can see tonight and across this category, it's been an outstanding year for games and storytelling, and there's still so far we can take it. So on to the next one. Thank you very much. Das fällt mir einfach sowieso immer schön. Ich brauche da eine Liste. Throughout the night, we're going to take a look at the future of games with world premieres. Now, some of them you've probably heard of, and some of them you definitely haven't. We've got some good surprises tonight, and this is one of those that no one is going to see coming. Enjoy. Oh. Neck 3. How dare you? Exklusiv für die Switch. Hoch. Idiots. Your stupidity may have doomed the universe. Wouldn't be the first time, sweetheart. What? Marvel vs. Capcom wurde doch gesagt, dass sie ein neues machen, um Infinite zurückzulassen. Nee, aber dann würdest du nicht so. Nee, das ist Ultimate, ja. Guardians? Ja, doch, es ist mehr. Holy crap! Das sind Leute, ja. Ist das ein Capcom? Nee, Capcom. Ich weiß gar nicht, von wem genau das entwickelt wurde. Also ich habe davon nie einen Teil gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, der Leo ist dann großer Fan von zumindest bestimmten Teilen der Reihe. Es gibt ja mit Ultimate 2. Es gibt Ultimate, und dann gibt es noch X-Men Legend, was ein Spin-off davon ist. Und es gab von Ultimate Alliance 1 und 2 gerade bei einem HD-Release vor dieses Jahr, oder Ende letzten Jahres. Chat, könnt ihr uns noch verstehen, während hier so etwas lautere Musik läuft? Das ist ja cool. Nur mal so zwischendrin gefallen. Ich hab eine Pistole. Stimmt, das hat ja mit einem Switch-Ding angefangen. Ultimate Alliance 3, krass. Oh, so richtig offiziell. Wow. Oh, das hat das Nintendo mitfinanziert? Muss ja. Wow. Ton ist gut, okay. Das ist ein fucking Get. Holy shit. Das ist krass. Oh, aber wie random, dass das ist ein Bayonetta-Ding. Ja, 100%ig. Wie Robin hat einfach mal verschlucken. Holy shit. Das sieht Jonah Hill aus dem Nichts. Das war einer meiner Träume. Jonah Hill ist auch ein sehr guter Typ. I am honored to be here tonight to introduce someone who has truly changed gaming forever. Someone who, in his own words, just wanted to make killer games with his friends and ended up making some of the world's most memorable titles. 30 years ago, he and his friends started with nothing. They worked in a small basement under a nurse's call center. Over the years, Greg Thomas and his team at Visual Concepts created iconic games by following a simple recipe. Hard work, strong ideas, and a passionate team. And that recipe gave us NBA 2K. Greg, yeah, give it up. Der Worst Monetization Award, präsentiert von Jonah Hill. But his forward thinking, passion, and dedication to excellence has made his name known throughout the industry. Ist auch so ein Typ, der für Rollen dann wieder 50 Kilo zunimmt, dann nimmt er wieder 70 Kilo ab. Unglaublich. Der war nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit wieder, hat er wieder auch nicht zugenommen für eine Rolle. Und dann für Maniac war er wieder richtig drin. Ich denke, Leute, die Disziplin aufbringen können. Komm, ohne dass das den Körper kaputt macht. Aber dafür haben sie Coaches. Genau, sie machen das halt immer auf eine gesunde Art und Weise. This is the NFL on the Sega Sports Network. Let's see if they can take care of business. Welcome everybody to the ESPN Halftime Show. Oh Gott. Dem Graphics. Sports Major League Baseball action. Fastball struck him out. Play home run. If it's smart, could this be his best time? The NBA right here on 2K Sports. The greatest basketball game in the world. This game bigger than the court. And that this king is far from finished. Ich kenne diese Entwickler noch nicht mal. Das ist krass. Industry Icon, ich kenne diese Entwickler nicht.
Very cool. I'm honored to introduce the 2018 industry icon, the legend, the myth, the goat, Mr. Greg Thomas. Wie gemein, so sarkastisch zu sein auf Snapchat. Very cool. Ja, die Intonation war. Ich bin sehr gespannt, ob er exakt den gleichen Ton hat, auch gleich Christoph Walz das sagen wird. Ein bisschen zugesetzt. Amazing. Wow, ist der groß. Holy shit. It's such an honor to be introduced by you. Sorry, wow. Ja, warum? Ja, weil das für Jonah Hill war. Over the last 30 years is also very humbling. Aber hört man trotzdem gut. For anyone who knows me, you know I've shied away from the spotlight. I'm not very comfortable being the center of attention. This has never been about making a name for myself. Why, Geoff? Like, why are you doing this to me? I hate it. Das wäre das Meme. Thanks, I hate it. But this is an incredible honor. First, I need to thank my beautiful wife and family for allowing me to do everything I've always loved to do. There have been many sacrifices, and they have been patient. Mein Papa nennt Leute, die groß und dünn sind, und also nicht also hauptsächlich die dünn sind und deswegen einfach drahtig wirken, aber wenn du groß bist, dann extra. Ich glaube, die heißen offiziell in der Lore meines Papas Lappenkamel. Also wurde ich als Kind immer bezeichnet von ihm. Lappenkamel. Du warst ja nicht groß. Ja, aber ich war sehr dünn und sah also von der Statur her nicht unähnlich zu ihm, nur halt 150 cm kleiner. Nur falls man das mal in die Lore aufnehmen will. Very cool. Ja, very cool. Hast du viel Zeit wieder für Aufwand? We've been together since the very beginning. And we've always shared the same values and passions when it comes to making games. We never imagined that over the years, Visual Concepts would grow to where we are today, with 6 worldwide studios and more than 350 employees. Das ist gerade so ganz still mit den Armen so da. Viele Leute wissen halt gar nicht, wie man das richtig hingeht. Klar, würde ja uns genauso gehen. I also want to thank David Ismailer, Carl Sladoff, and Strauss Zelnick from 2K and Take-Two for believing in me and giving us the freedom to make games our way. And I... Momentan sehen sie aus wie seine Bodyguards. And I owe everything so da to my management. Kommt Jeff, um sich zu bedanken, die hauen ihm einfach auf zum Maul. This team has been together for a long time. The culture of the company has always been about believing in our people. It's because we love working together and we all believe in the same things. And I need to thank all of their families as well for supporting us and putting up with us. That can't be easy. Thank you so much. Ich finde schön, wenn Sie auf der Bühne mal was öffentlich gegen Crunch Culture oder für Unionization oder sowas sagen würde. Das wäre ein schöner, wäre wichtig. Without these people, für die Industrie there is no Greg Thomas receiving an award. There is no Visual Concepts. Das nächste Elusive Target für den Bodycast. And I share this award with them. Thank you very much. Weißt du, Hitman ist diese Art Spiel, bei der der Tetris-Effekt echt negativ ist. Wo du so die Sachen ins echte Leben übertragen werden und du hinter jedem ein Ziel siehst. Through video games. We're going to tell some stories tonight of 3 people that richtig gaming citizen their stories, and I'm so proud to have these in the Game Awards. First up, Steven Spahn from Able Gamers. Please take a look at his story. Global Gaming Citizen, sehr guter Name. I don't know how I got where I am or what I'm doing. All I wanted to do. Das läuft jetzt eine halbe Stunde und wir haben ganz viel Zeit mit dem Entwickler verbracht und jetzt einen Clip zu ihm, das ist super cool. I can help other people play video games too. I love that side TV. When I was coming out of high school, I went to my guidance counselor to figure out what's next in life for me. They sat across the table from me and they told me that I should go home and have fun with my remaining years because I'm going to die soon anyway. They told me to just go home and die. At the time, it kicked me down. But now it's a memory that I look back on and I realize that
you can be disabled, you can be productive, you can be a valuable contributing member of society, and you can change the world by doing a few things along the way that no one else is willing to do. I'm proud to be one of the leaders of Able Gamers in helping people with disabilities be able to conquer the challenges of getting back into playing video games. My mission is to enable people to use technology to reach out, to connect with a world that was otherwise inaccessible. They're able to have a greater quality of life by having people in their lives. Warum war da eine Facebook-Werbung dran? So fuck. Facebook Gaming wird da wahrscheinlich irgendwie zusammenhängen als Finanzgeber oder so. More than 52 million players worldwide. It's a two-time winner at the Game Awards. And now, Rocket League is revealing their latest DLC right here. Check it out. Gucken, was für ein Pop-Culture-Auto es jetzt gibt. Was gibt's noch? Ghostbusters? Haben sie es schon? Warthog aus Halo? Formel-1-Auto? Darunter ist ein Formel-1-Auto, ja. Genau, Robin. Forza. Es ist einfach, ja, es ist ein Forza-Auto, Lamborghini und ein Mercedes. F1, es sind Forza-Autos. Das ist auch einfach ein lizenziertes Auto. Oder ist das so ein Reveal, dass da drunter ein anderes Auto drin ist? Weil das ist weird. Das wirkt wie ein Setup für ein Gag. Ja. Oder ist es einfach ein McLaren? Der ist ein McLaren F1. Ich glaube, das war sogar original mal ein Forza-Auto. Ja, deswegen. Das kann ich nicht. Ich sehe, wir gehen die Mario Kart-Route von neuen Auto-DLCs. Aber in Mario Kart ist der Kontrast noch viel größer. Ja, ja. Und da war es Mercedes. Mercedes. Weird. Sure. Das ist das einzige Auto, was nicht kaputt gehen darf in Rocket League. Coming up. Christoph Waltz and Rosa Salazar hand out the award for best performance. And later, more surprise game announcements and musical performances. This is the Game Awards 2018. Keine Ahnung, ist das nicht alles Werbung? Nee, weil so Werbeclips meine ich jetzt. Ich weiß. Weil jetzt wird ja anscheinend Werbung. Wake up. Wake up. Ah, die haben innerhalb. The time has come for paths to be beat and treasures won and impossible tales to be sung. As we take on our foes, together as one. Till we send our fears back to where they came from. Wake up. Hey, wake up. Für Spiel sein? The time has come. Welcher Shooter hat diese Grappling Gun? I need to know. Round one. Yay! Street Fighter! Das crashen die Einschaltschrone. Ah, denke ich, fuck, stimmt, ich hab ja Smash Bros. Das ist ja, die Leute werden, es gibt sehr viele Leute, die so an der Switch gerade sitzen, während sie das gucken. Ich glaube, es ist auch ein großer Spaß, irgendwie Vierer-Matches und Smash-Matches auf diesem kleinen Bildschirm zu sehen. Oh Gott! Vor allem Achter-Matches, es gibt ja Achter-Matches. Das ist unmöglich. Das war Black Ops 4. Okay, Tom, wir müssen Black Ops 4 kaufen. War gerade Smash Brothers, seid ihr blöd? Right now we've got an exclusive action-packed clip from the new film Alita Battle Angel, directed by Robert Rodriguez and produced by James Cameron. And coming to theaters February 14th. Check this out. Ich weiß nicht, was ich mit dem Film halten soll. Ah, deswegen ist Christoph Waltz da. Das ist, das hat plötzlich das Klick ist wie gemacht. So ein Talkshow-Auftritt. Oh nein! Wir haben doch neulich auch einen Trailer gesehen vor Harry Potter. Harry Potter. Ja. Der war ganz okay, fand ich. Der war besser als die vorherigen Trailer. Ja, also ich finde das irgendwie ganz cool, was sie mit dem Gesicht machen. Ich finde das sehr stylisch auf eine gewisse Art. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Es finden ja ganz viele Leute auch scheiße, kann ich auch total verstehen, aber... Aber ich muss mal Alita lesen. Ich kenne das ja gar nicht. Ich habe noch nichts von Battle Angel Alita gesehen oder gelesen. Meinst du Alita Battle Angel? Whatever. So, nee, der Manga heißt Battle Angel Alita. Heißt. Genau, und der Film heißt Alita Battle Angel. Es gibt sogar beide. Ja, das ist die Motion Capturing für Alita, glaube ich. Naja, es ist ja auch ihr Gesicht nur verändert. You must humanize a digital puppet made of polygons and textures. In a sense, the actor plays a surrogate for their audience, their entry point
into the game's world and personality. Dieser österreichische. Wieder das Gefühl, dass Christoph als Bösewicht hier auftritt. Der österreichische Tatort-Schauspieler, der bei Jeff Keighley's Game Awards controls that very character with an analog stick. I prefer mouse and keyboard. I'm not gonna do this with you. Look, I mean, aim assist is just dumb. Okay. Okay, das ist schon viel mehr, als ich erwartet hätte von Christoph Waltz. I like. Ich hatte ohne Witz gestern einen Traum von Christoph Waltz. Das ist der mich mega gehasst. Nee, das war kein gutes. Alter, wenn sie nicht gewinnt, bin ich so wütend, weil die war so gut. Warte doch mal, die anderen nominierten. Die war so gut. Nee, Christoph Waltz, der war zu Besuch hier in Berlin. Und der ist ja durch die Gegend gelaufen. Wir haben den getroffen. Ist auch so gut. Aber nicht so gut wie Bios ist. Er ist der beste Part von Detroit. Aber Chris, das ist in jedem Fall richtig. Aber Christoph Waltz war mega arrogant. Weißt du, der war so mega arrogant, wollte mit uns reden. Aber irgendwie, wir hatten mit dem zu tun, wir mussten bei dem dranhängen. Und der hat mich mega gehasst. Und das war halt mega schlimm, weil der halt genauso beeindruckend und einschüchternd war. Und das war so ein Traum, an dem ich mich voll erinnern, wo ich so aufgewacht habe. Oh, das war nur ein Traum, Gott sei Dank. Das finde ich sehr, sehr schön. Das hat so, weißt du, wenn du sowas beeinflusst, wie du Leute in echten Leben siehst, das hat das bei mir passiert. Aber es wird eh immer überall, wo Red Dead Redemption 2 nominiert wurde, würde auch Red Dead Redemption 2 gewinnen. Ich mag die hier tatsächlich mal alle zur Abwechslung. Ich sage in allem, das ist meine These für diesen Abend. Gucken, ob sie direkt zerstört. The Game Award goes to Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. Also noch hält's deiner Theorie stand? Also ich habe ja nicht viel gespielt, so ne? Aber in den drei Chaptern, die ich gespielt habe, hat Arthur Morgan ganz viel das gemacht. Der hat nicht einmal Malakka gesagt. Weißt du, wie oft Dina und ich sehr Malakka sagt? Ich weiß es nicht, weil das sind tausende Male. Du kannst das mir auch leiser sagen, Robin. Nein, das macht mich wütend. Jemand, der nicht Malakka sagt, diese Performance Award gewinnen kann. Amazing performances of my fellow nominees. To share this moment in time with all of you, a moment in time which is clearly becoming the advent of a golden age of this medium. Die hätten das Mikro für alle ein bisschen höher stellen sollen. I gotta thank my wife Molly. I love you, Molly. Malakai. My wife Molly. This is das war das And find another thing. Ich finde, das kommt anders an. Das Arthur Morgan. Reminded me to check Arthur at the door. Ja, das ist ein Schauspiel. Hä? That reminds me, Colin and Rory, go to bed. I would also like to thank Rockstar Games for the amazing opportunity. The faith that die war wirklich so gut in Odyssey. Das ist unglaublich, wie gut die war. Die hat das Spiel, die Geschichte des Spiels eigenhändig besser gemacht, nur durch ihre Performance. Fühlt sich bestimmt gut an als der männliche Schauspieler. Ja, der ist halt nicht nur im Vergleich nicht so gut, sondern der ist auch als alleinstehender Director für one of the biggest games in Ubisoft history, Far Cry 5, and he's here. Right now to unveil the next chapter. Please welcome John Sebastian DeCant. Das kennen wir jetzt tatsächlich schon, aber wie ist müssen es ja nicht, ich wollte gerade sagen, wir müssen es ja nicht vorher sagen, aber. Nein, Namen sagt er nicht. Ja. Aber ich meine, es wurde ja offiziell angekündigt, deswegen ist jetzt nicht ja, so. Ja, das ist ein bisschen eigenartig. Wobei das Cover doch vorher geleakt ist. Das Cover ist danach geleakt, nachdem es offiziell angekündigt wurde. And did with Nukes. Dropping on Montana. And this Spoiler, month, übrigens, für das Ende von Far Cry 5. Of a brand new world. Because yes, we're finally bringing the post-apocalypse to Far Cry. Das war auch eines der schlechtesten Enden, die ich je in einem Videospiel erlebt habe. And as the creative director of this new project, it is my absolute pleasure. Aber wäre das jetzt ohne den Kontext ausgeholt gewesen? Hat er das so Dawn. Deutlich gesagt? Ja. Du bist ja in der gleichen Map wie in 5. Er hat gerade gesagt, du bist in Montana nach den Atomexplosionen. Da siehst du das Ende von Far Cry. Hast du gesehen, dass Violett die Farbe ist? Mhm. Aber auf Cover, ich hoffe, sie zeigen das Cover nochmal einfach mal Leute zu triggern. Durch die Farben kriege ich ja auch irgendwie Rage 2. We were just kids when the bombs dropped. And the world went to shit. Das sieht aber insgesamt so viel besser aus als 5, weil es kreativ wirkt und ideenreich. Also nicht ideenreich, weil es einfach das gleiche normal sein wird. Aber allein die Farben froh. Froheit. Macht's für mich gut. Freude. Was? Freude?
Muss mir gleich mal erklären. This new world had a lot to give and we took it all. Ei, das ist am Huhn. Das Huhn. That's how we got here. Oh, aber ich gebe gleich noch einen Shot, wo das Huhn gerade mit seinen ganzen Freunden wie ein Link. Ja, wie ein Zelda, ja. Wie ein Link. Link. Ist aber eigentlich mal schön. Niemand verwechselt den Titel, sondern immer nur den Helden. Ja. Okay, es sind die Bösewichte, die auf dem Cover. Die zwei Mädels. Cooler Helm. Mhm. Boah, oh, ich kann sie alle hören jetzt schon, nur wegen diesen Charakterdesigns. Dragon Age! Yes! Persistent Blood. Far Cry 5 hat sich so unfassbar viel verkauft im letzten Jahr. Es redet halt keiner mehr drüber, aber es hat jeder gekauft. Also das ist quasi das Far Cry Primal, weil das war ja das zu 4. Das ist das, was Primal für 4 war, ist das für 5. Aber Primal hat ja nicht genau auf der gleichen Karte gespielt, oder? Es hat die gleiche Map benutzt auch. Die aber dann halt, also wenn du die Maps aufeinander gelegt hast, war es die gleiche Map. Stimmt, da gab es ja was, ja, ne? Genau. Das war aber nicht so offiziell. Genau. Das war eher so, hey, wir haben hier eine neue Welt. Und dann haben Leute gemerkt, genau. Da ist der Held, der Bösewicht aus Far Cry 5. Gott, schön, dass der noch da ist. Der war so gut und charismatisch. I was wrong. Der ist jetzt der Messias. Das war ja das Ding, also das kann man dann jetzt sagen, ist ja offiziell, ne, du hast jetzt da gesehen, was da passiert. In Far Cry 5 ist es halt die ganze Zeit so, ah, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Und dann am Ende, wenn du sie dann festnehmen willst, dann, nee, oh, Welt geht wirklich unter Atomraketen, ich hatte recht, tschüss. Das ist so komisch, weil es so ein bisschen impliziert wird, wir waren die Bösen und nicht die, obwohl er ja der Typ ist, der ziemlich rassistisch agiert und Leute foltert und umbringt und so. Aber dann wird gesagt, so, ja, aber er war vielleicht gar nicht the bad dude. So, hä? Okay. Der hat doch einfach objektiv schlechte Dinge gemacht. Boah, ich gar nicht weiß, ob der Rassismus bei dem Spiel auch dabei war. Ob ich das verwechsel. Wie sie Paya nicht mit erwähnt haben. Das ist eine Straftat. Paya ist so toll. Who do you think you're talking to? Nobody gets out of my domain, whether alive or dead. You wish to learn the hard way? Fine. Then go, get out. Don't let me stop you. Wasn't planning on it, Father. Oh, sehr Transistor-like, oder? Transistor ist das Einzige, was ich noch nicht gespielt habe. Sehr aus wie Transistor gemixt mit Bastion. Das Kampfsystem halt mehr wie Bastion aussieht. Zeus! Naja, das weiß ich. Das hab ich. Holy, jawoll, Mann! Oh, aber so hart war die Musik doch bisher noch nicht, oder? Nee, aber es war trotzdem noch in dem Stil. Hat im Animations. Heißt das Spiel There's No Escape? Nee. I'm home. Es wird wieder ein Wort sein. Well, der Spieltitel. Time to go get killed again. Was ist Roguelike? You were the chosen one! Kann auch trotzdem cool sein. Ja, aber nicht so cool, wie wenn es kein Roguelike wäre. Death is your only family. Das sieht super toll Death aus. And I. Hades. Die stehen auf ihre One-Word-Titles. Instantly bumped, though. Na, oh, direkt auf den Epic Game Store, der gerade erst gelauncht ist. Sure. Ja, ich hoffe, der setzt sich durch und wird ein richtiger Konkurrent. So eine richtige Konkurrenz könnte Weltmarkt tragen. Und da, stimmt, man sieht Ancestors. Patrice, wir spielen dein Spiel am Sonntag. Guspando. Gutes Meme.
I am here now with my friend Patrice Désilets, the designer behind Assassin's Creed, famously, and you're working on a new project called Ancestors, a humankind odyssey, Patrice. Tell us about this game. You're right, Jeff. First, thank you for having me. Of course. It's quite an honor for me to be here. Das wird irgendwie komisch. So yes, I'm working on Ancestors, the humankind odyssey. It is a single-player, open-world, exploration, survival game. It is set in Africa, starting 10 million years ago. Ich weiß ja, dass es eigentlich kein Spiel für mich ist, weil es hat kein wirkliches Narrative. The last common ancestors of all survival the games so, aber es kommt von Patrice Désilets. The famous Australopithecus. Okay, that's a lot of game there. Tell us a bit about where you're at in this game and what we're going to see tonight, because you're going to show us some gameplay, right? Oh, totally, totally. So this game is done by Panache Digital Games, my new studio back in Montreal. 30 people. Hi, everyone. And tonight I'm going to show 4 clips of actual gameplay, me playing last week. Okay. This is real. This is real. Patrice Désilets ist so exactly. gut. Exactly. Falls ihr es nicht wisst, also er hat Sands of Time gemacht, unsere Persia, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood und seitdem nichts mehr. Weil der hat zwischendurch das für THQ, nicht für Ubisoft, dieses Venedig-Spiel, was war das? Ich bin mir sicher. Namen auch schon vergessen. Jetzt hier aber mal gespannt, das in der Aktion richtig zu sehen. Ja. Ach, das war auch Private Division. Interesting. Das war die 2K-Firma. Ja. Die heute noch das Obsidian-Spiel ankündigt. Genau, also es ist halt kein AAA-Ding, das sind 30 Leute, ja, wo man gesagt. Aber über tausende Jahre, wenn ich das verstanden habe, die Odyssee der Menschheit ein bisschen durchlebt. Wie man sieht. Sind diese Einbildungen im Spiel? Ja, die Welt, weil der Affe Angst hatte, schätze ich mal. Oh, es ist, oh, das ist so cool. Ja, nicht so gut geklappt. Ich frage mich dann, wie das strukturell funktioniert. Also, was er halt sagt, also wann du nach vorne springst, so. Ja. Ich denke, man kommt da auch das mit den Maps ist das. Das war ja mal ein Episodenspiel. Ja, ich muss aber sagen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da Patrice Désilets dran arbeitet, würde mein Interesse deutlich sinken. Oh, echt? Weil dann fände ich es immer noch irgendwie cool vom Konzept her, aber jetzt basierend auf dem, was ich halt bisher sehe. Also allein, dass man als Affe oder als früher Mensch, was ja immer noch mehr Affe als heutiger Mensch ist, so die Gegend schreibt, ist schon so anders. Ja, das ist schon cool. Also es kommt dann halt drauf an, wie die eigentlichen Spielmechaniken da drumherum aussehen. Ja, Wild wurde auch gerade schon im Chat erwähnt. Das wird noch entwickelt, dauert Anzell. Schon lange nicht mehr gesehen. Man muss Geduld haben beim Herrn Anzell. Das ist immer so. Ja, merkt man ja an Beyond. Ist halt ein kreativer. Da ist das mit Zeitplänen schwierig. Und dann kommt schon am 13. raus, krass. Es kam jetzt gerade auch der DLC für Assassin's Creed, den ich auch noch nicht gespielt. Muss ich auch noch machen. Weil du mehr Assassin's Creed spielen musst. 105 Stunden reichen nicht. Das ist absurd. Es gibt neue Achievements, die ich noch nicht habe. Das kann nicht so bleiben. Aber das ist krass, ne? Weil wenn du überlegst, ich bin da voll in diese Marketing- Falle von Ubisoft getappt. Sie haben das exakt, also ich habe dieses Spiel exakt so gespielt, wie sie es vorausgesagt haben mit. Und dann kehren die mal, wenn die dann fertig sind, kehren die eine Woche später mit wieder zurück, um diesen eine zusätzliche Quest zu spielen, die wir reingemacht haben. Und dann machen sie eine Woche Pause und dann kommen sie auch schon wieder DLC danach. Ja, weil sie es. Ich habe es genau so. Games as Service ein bisschen. Sie haben es genau so gestaffelt, wie es bei mir passt. Und ich hasse es. Das ist so, dass man so durchschaubar ist als Mensch, um auf Marketing so dann optimiert zu werden. Are you up to the challenge, Robin? Gerade bei Ancestors schon irgendwie einen Extended Look nach den Awards bei GameSpot gibt's. Oh, Girls Make Games is a program that inspires girls to make games. It teaches them the tools that they need to da gibt's mal, das ist ein cooler Hashtag, Girls Make Games. To get to a full developed prototype in 3 weeks. My favorite part about camp, doing the designing. So gut!
My experience with GMG has given me the confidence. Diese Zwölfjährigen sind so viel talentierter als wir, Tom. Ja, damit habe ich mich schon lange abgefunden. The whole mission is just amazing. To really inspire young girls blub, blub. To learn to make games and blub, blub, really hat also guter Name, gutes Logo. I don't have a game, but the logo is good. Awesome. Was für eine wholesome Show bisher. Ja. Was ist das, Tom? Die Karte hat diese Heldenfigur in der Mitte exakt so angegriffen wie in Hearthstone. Nee, Hearthstone, ja. Oh, okay. War das sah sehr aus wie Hearthstone von der. Ja, die ähneln sich auch alle sehr teilweise, so diese Kartenspiele. Das ist ja in Elder Scrolls Legends zum Beispiel. Würdest du auch parallel. Ja, auch im Interface können. Und so? Das meinte ich jetzt vor allen Dingen. Hat ja, Jeff gerade irgendwas gesagt? Ja, neue World Premiere. Okay. World Premiere. Was ist denn Spatial OS? Ich meine, ich habe das schon mal gehört. Ich würde ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht, wann und wo. Was ist Spatial OS, Leute? Wo hat man das gehört? Es gibt so ein lustiges Video. Von, ich glaube, beim Game 2 oder Rocket Beans Kanal, wo Trant einfach nur ein original 40 Minuten oder so über Sci-Fi-Klischees lästert. Das ist so lustig. Super. Trant ist Liebe. Trant ist super. Auch die neue Folge Game 2 kann ich mal empfehlen. Die Clips zu sowohl Darksiders als auch Fallout 76 sind hervorragend. Es gibt einen sehr, sehr schönen Sketch, wo jemand Darksiders 3 spielt, oder Redakteur Darksiders 3 spielt. Und sie haben quasi diesen Skull, der auf dem Kompass da oben ist, ja. Dass der reden kann. Und ihn absichtlich immer so, komm doch hier hin, oh, das ist eine Todesfalle, haha, das ist zum Arschloch wird. Das ist ein sehr, sehr schöner Sketch. Ja. Cascades Rings. Also Spatial OS hat noch keiner erwähnt. Vielleicht ich doch schon mal gesehen. Du hast ja den Chat auf, ich kann ja mal gucken. Early Access Survival for Player Coop. Scavengers. Also, weißt du, warum man Scavenge, Tom? Survival spielen. Ja. Da könnte man auch mit vier Leuten rumrennen. That's your first look at Scavengers, and I'm now here with Josh Holmes from Midwinter. Josh, tell us a bit about your studio. Yeah, well, so Midwinter's a new studio up in Seattle, Washington. We're a relatively small team. We're just over 20 people. Many of us come from AAA background working on titles like Halo and Battlefield, and this is our first game as a new studio. All right, so Scavengers, we got a tease of sort of the world there, some of the characters. What kind of game is it? So Scavengers is a survival shooter co-opetition. It's a game where teams need to cooperate to survive, I hate it. But compete this is alles so durchschaubar, diese Industrie dieser Tage. Hallo, ich bin ein AAA-Entwickler, der vor 2 Jahren was Neues gemacht hat. Ich habe gesehen, dass Rust erfolgreich war, deswegen machen wir jetzt einen survival shooter. Yeah, for us it's so important to have players have a voice in shaping the game, and so starting in 2019 we're going to be having playtests, and people can go right now, go to scavengersgame.com, sign up, and you'll be among the first to play Scavengers. Die Leute, die das Genre mögen, it's an amazing, hey, world premiere, first wir look tun's at, noch nicht, ihr seid gerade im, also, all right, it's now time to present our next award, and please welcome the frontman from Panic at the Disco to do it, Brendan Yeung. Ja, das wird das letzte Mal der WhatsApp. Ich dachte, das ist nicht akustisch. Ein A-Word? Was ist das denn? Kennst du? I just want to say what an honor it is to be here, first off. And secondly, I have to apologize. I was supposed to write something last night, but I stayed up till 5 a.m. playing Season 7 of Fortnite. So, I apologize. Oh, wait, never mind. They wrote it for me. Okay. Personally, as a musician, Sting war aus. I'm constantly amazed by the skills of the composers in this industry. Teleprompter. They make tracks that elevate all the action and tension and set the perfect mood. Here are the nominees.
Best Score Music. Presented by Spotify. Yay. Sehr guter Score. Schön. Auch cool. Nicht so gut wie in der Vergangenheit. Ja, aber ich hätte, also wenn es jetzt nochmal genau das gleiche gewesen wäre, auch komisch. Weil die ist, I mean, come on. Ja, das ich habe heute vorgenommen, dass ich nicht gegen Spider behate, aber Score? Für den Score würde ich das auch nicht bewerten. Auch nicht, nee. Das kann ich nicht. Das war sehr JPG-Bla. Das Ding ist, bei Spider-Man ist halt super cool, wenn du anfängst zu schwingen und das dynamisch übergeht, aber es sind halt die gleichen Octopath-Trailer und richtig guten Sound. Ja, ich fand das bei Spider-Man. Ich fand also von den denen bisher Octopath. Ich fand diesen, wenn das losgeht, wenn du schwingst. Was ist das Spiel da wohl gewinnt? Auch. Da bin ich aber. Oh gespannt. Nein, Robin, wehe. Ich gebe dir die Schuld, wenn das jetzt gewinnt. War es doch einfach nur Western-Musik. Sorry, ich will nicht so das gemein. Das kann auch sehr gute Western-Musik sein. Red Dead Redemption. Das ist doch unfassbar. What? Weil das ist das Spiel, was gerade erst rausgekommen ist, was bei allen noch frisch in Erinnerung ist und die scheiß Journalisten erinnern sich nicht mehr an den alten Kram. Celeste. Oder die Leute, die voten, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie sehr Vote gegen Kritiker. Das ist so klar. Unfassbar. So lame. Außer als ob du dich gerade umarmen wollte. Der andere hat nicht mitgenommen. Thanks to my wife, Sharon Jackson, my two daughters, Georgia Washington. Aber ich finde schön, dass Leo nicht mal einen Award gewonnen hat. And Theodore Roosevelt Jackson. To make sure I get that up. They've been all the games, their heartbeats since the past 10 years, so I really appreciate my family and use them appropriately. I'm not a comedian, but I try to play one sometimes. Rockstar. My surrogate family, thank you so much. Celeste, ne? And this guy. Ein sehr guten Soundtrack. Came in and did the most beautiful, sad music. Thank you so much. Yeah. All right, my brother. Die sind aber irgendwie cute. Na, peace. Dann finde ich es wieder gut. Daniel and Woody. And speaking of score and soundtrack, I want to let you know I've got a new podcast series on Spotify. Six episodes called Score Points. We're actually waiting for the scene to be interviewed. A lot of composers nominated there, including Red Dead Redemption 2, Bear About God Award, John about Spider-Man, Lena about Celeste, so Lauren about FIFA. So lots of great stuff. Make sure to check that out tonight. Bestes Sportspiel, Red Dead Redemption 2. Man kann Hufeisen werden. Other winners tonight in other major categories. The best audio design presented by 100 Dolby Seiten. Are the nominees in that Hassbrief. Category. Call of Duty Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War, Marvel's Spider-Man, and Red Dead Redemption 2. And the Game Award for Best Audio Design goes to Red Dead Redemption 2. It's having a pretty good night. Wow. All right, for Best Crazy. Art Direction. The nominees of this crap category are okay, wenn das, warum hat das überhaupt nominiert für Art Direction? Also wenn, dann gehe ich jetzt nach Hause. Red Dead Redemption und das Obra Dinn gewinnt. Bitte, bitte, return oder of the Octopath. And the winner is nee, das gewinnt nicht. Return of the Obra Dinn. Safe. Congratulations to Lucas. Warum ist denn Red Dead da nominiert? Also Art Direction. Ja, Art Direction ist auch the category of best mobile game. Red Dead Redemption 2. Donut County. Hey, Florence. Florence. Oh, das ist Fortnite, schwierig. Wenn das Fortnite oder PUBG gewinnt, bin ich sehr beleidigt. Den Donut oder Florence. And the Game Award for Best Mobile Game goes to Florence. Yeah, nice. Super. Right. Best VR AR Game. Those nominees are. Oh, sind das coole Spiele? Das ist mit Abstand die beste Liste bisher. Holy shit. Mit Abstand. Holy shit. And Astrobot Rescue Mission is the winner. Nice. Astrobot noch nicht gespielt, muss ich noch nachholen. Now on Twitch, everyone is voting right now to select who they think is going to win in major categories. Content Creator of the Year. Da wäre, glaube ich, gerade alles richtig gewesen. And let's see what the Twitch poll is predicting. It looks like people are predicting that Ninja is going to win that one with 49% of the vote. Was, der größte, der erfolgreichste? We'll find out. Das kann ich mir nicht vorstellen. All right, well, next up, Warframe. Wie das nur? Biggest year yet. It just launched Fortuna.
the newest open world expansion on PC and it's coming to Xbox and PS4 on December 10th. Oh, kurze Info zur Ermittlung der Gewinner von Sepio. Ja. Waiting of fan votes in the final tally remains 10% versus 90% of voting jury. Vielen das Dank. Finde ich gut, ja. Vielen Dank für die Info. Also ich würde auch für Ninja voten, einfach weil der grundsätzlich keine fünfte Frauen macht und finde ich ihn sehr sympathisch. Weil der was? Der seine offizielle Line ist, dass er keine Frauen in seinem Team hat, weil er nicht will, dass Leute dort irgendwelche Vermutungen anstellen, weil er hat ja eine Freundin, wahrscheinlich sogar eine Frau, und er will nicht, dass da Gerüchte entstehen. Deswegen lädt er keine Frauen in seine Streams ein. Aber hat er sonst andere Leute in seinen Streams? Ja, ja. Ach so. Ständig. Der hat doch ständig diese Promi-Gäste auch. Ja, ich bin da ja überhaupt nicht. Ja, der hat doch Drake schon dabei. Also der spielt eigentlich immer mit mehreren Leuten, aber grundsätzlich nicht mit Frauen. Was? Das ist die. Ist eine Sache, die man machen kann. Vielleicht ist aber auch nicht. Henry Cavill. Oh ja, oh. Der Reaktion auf solche Sachen wie MeToo oder so. Wobei das klingt ja, als ob es dann eher um was anderes geht, aber naja. Egal. Na, egal ist es nicht. Nein, ich meine jetzt für uns jetzt hier in diesem Moment. Ja, das stimmt. Sei es egal. Da können wir uns gleich nur drüber ärgern, wenn Ninja den Preis gewinnt. Hoffentlich ist da keine Frau als Laudatorin. Kommt er nicht auf die Bühne. Wenn das Schlimmste ist, geht das ja fast noch im Vergleich zu manch anderen. Da muss ich dann auch noch den DLC von spielen. Den ist der im Koop geht, was immer noch sehr weird ist. You set the apocalypse in motion. I won't let that happen. Das ergibt keinen Sinn. You have set the apocalypse in motion. Als Antwort schreiben sie, I can't let that happen. Das ist schon passiert. What would you do? Weißt du, das ist komisch. Ich wünschte mir von Shadow of the Tomb Raider eigentlich fast nochmal ein Reboot, aber nicht unbedingt von Gameplay, sondern eher von der Story. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. No! Ihr macht keine Vaping-Werbung für Jugend. Oh nein. Also es ist Anti-Vape. What? Nee. Das ist doch das, weil er schon dann, wenn du vapest, ist es viermal wahrscheinlicher, dass du mit dem Rauchen anfängst. Fuck yeah! Das ist super. Das ist ein Anti-Vaping-Ding gewesen. Oh, die Wet-Entwickler. What? Das waren die früher C2M. Welches Wet? The Sexy Empire, oder? Nee, das ist Action-Spiel Wet. Ach ja, stimmt, die haben auch, genau, Dingens gemacht. Ey, mit dem Saw-Dingens jetzt. Und dem von Left 4 Dead, der kommt da auch zu. Hier, wie heißt das? Dead by Daylight? Achso. Ja, genau. Ja, glaub, sie schreibt auch Dead by Daylight. Genau. Das sind die Wet-Leute? Mhm. Weird. Soweit ich weiß. Ich will es jetzt nicht garantieren. Berichtet mich bitte im Chat, wenn es falsch ist. Aber ich meine, Behavior ist der neue Name, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Von Artificial Mind and Movie. Das sind alles Sachen, die schon da sind. Wie immer jeweils unter dem Filmclip aus dem jeweiligen Film das Copyright unten dastehen muss, ist sehr lustig. I'm here with Matt Cote, who is the game director for Dead by Daylight. We just saw that. Matt, welcome to the Game Awards. Thank you very much. It's such an honor to be here. It's great to have you. Lots of Canadian Montreal teams up here, which I love to see, my home country, Canada. I hear you've got some big plans for the game, right? It's true. I mean, we plan to keep this game alive for at least the next 5 years. And to show our dedication, essentially, tonight we're announcing that dedicated servers are coming to Dead by Daylight this summer. Dedication, yeah. Dedicated servers. I get it. And I also want to show the trailer for the very first time for our new chapter. Für unser dedicated Server. Du siehst auch nur so Fenster, die aufgehen und Leute, die joinen. Das fände ich aber schon wieder gut. Connection failed. Ja. Aber immer noch ein Match. Da könntest du echt einen ganz guten Gag-Trailer draus machen. Ja. Die Game Awards gehen nach Plan noch etwa eine Stunde. Aber ich wahrscheinlich ein bisschen länger. Genau. Kann gut sein. Ist ja live. Das ist der Bye-Bye-Man. Das ist meine Lieblings-Horror-Figur. Kennen wir die irgendwie? Ich muss ja irgendjemand sehen, den man kennt. Das ist ja das ganze Ding von denen. Oder Purge oder so. Noch nicht gesehen. Dieser Slenderman, über den ich nicht so viel gehört habe. Den hätte ich gerade noch so erkannt.
Nee, The Legion. Scheint anscheinend nicht. Scheint anscheinend ein Original zu sein. Na gut. I'm back here now with Casey Hudson, the general manager at BioWare, another Canadian company. It's the Canada section. All right, well, you're almost done with Anthem, Casey. Tell us, where are you at? It's coming early next year, right? Yeah, it's coming out in February, and so we've got, you know, Mark Dara and the team are doing an incredible job finishing it up. It's almost done. Sehr viele Livestreams and, yeah, we're super happy to be here and be able to show a little bit more of the game tonight. So what are we going to see tonight from the game? Well, so a lot of what we've shown so far is gameplay. It's super fun. You're basically, you know, an armored superhero in a fantasy setting, and we've shown a lot of that, but we haven't really let people in on what the story is and the characters and things like that. But, you know, like a great BioWare game, we're building out a whole world of story and things for you to discover and characters to meet. So we're going to start letting you in on a little bit more. I know the entire team is working very hard on this, right? Das offensichtlich, das ist kein Spiel wie... Yeah, I mean, we've got a big team working on it, but we've got a few projects at BioWare, so it's not the only thing we're working on. And so we do have a few surprises left. Okay, but Anthem right now. Anthem right now, and always thinking about our next thing. All right. I tried. All right, here's a look at Anthem. Okay, check it out. Gedacht. Mich auch gewundert, weil es doch erst rebootet wurde intern, oder? Und die ganzen Leute sind ja auch raus. Es gibt ja keinen mehr vom Dragon Age Kernteam, der noch bei BioWare ist. Der Late Law ist gerade bei einem Team, der gerade angekündigt wurde, bei welchem Team er jetzt ist. Ja, ich habe keine Ahnung, ob mal. Hast du jetzt Zeit zum Nachdenken? Ich glaube, mir fällt es nicht. Denk du mal nach, du hast ja auch gelesen anscheinend. Sag du mal, Tom. Du bist besser in Informationen als ich. Also ich habe auf Informationen, aber welche, die nicht richtig sind. Endlich. Evolve 2. And the walls protected our families. Loved ones. Remember, we're a team. I'm right there with you. It's a freelancer job. Always has been. Stimmt. Ubisoft, den Machern von jetzt als Odyssey. Quebec. Ich hab noch nie, dass dieses Ding ausgesprochen fällt mir gerade ein. Quebec. Was ganz gut ist, weil die können durchaus Screenwriter gebrauchen. Also, das klingt jetzt nach einem krassen Diss, soll gar nicht sein, aber. Das klingt sehr nach einem Diss. Wäre schon gut, wenn die noch besser geschrieben wären. Gutes. Ich hoffe, diese Cutscenes sind Teil vom Spiel und nicht Trailer-Cutscenes. Ja, ja, ja. Nee, kommt alles auf dem YouTube-Channel. Wow, Tom. Oh. Das ist so cool! Das könnte ich schnell noch irgendwie in den Halo irgendwie reinschieben oder mit wegen Track hören schon. Oh, das klingt. Alter, das gibt gerade ein bisschen Gänsehaut, so gut ist dieser Track. Holy shit! Holy crap! So ein bisschen an Annihilation. Oh, das ist so gut, diese. Yeah. Oh. Das passt sehr zu einer Alien-Welt. Was für ein gutes Detail. Holy shit! Cool. Das war bisher das Beste, was ich auf Game Awards. Das war ja amazing! Oh, krass! Sehr coole Performance. Plötzlich, also, dieses Spiel wurde gerade plötzlich viel besser in meinem Track. Very cool. Ich wurde voll Gänsehaut bekommen. Crash Team Racing! There we go. Oh, der Whiplash.
Oh, das ist wie Brain Freeze, nur schlimmer. Oh Gott, wie wir gerade von härtester Kunst. Zu besserer Kunst. Zu das, was dieses Charakterdesign ist. Oh nein, oh Gott, mein Herz tut weh. Ja. Der arme Typ hat in diesem Kostüm. Das haben wir bei Giga gespielt. Oh, neues Crash Bandicoot. Wir wissen ja, dass es kommt. Bandicoot 4. Nein, Crash Team Racing ist das. Das ist Crash Team Racing. Wirklich? Ja. War das, wusste man das schon? Das wurde schon gerumort. There we go, Crash Team Racing. Wirklich? Da wusste ich gar nichts von mitbekommen. Das war ein Witz. Das war kein Witz. Das ist wahrscheinlich noch ein Remaster. Ja, das ist wahrscheinlich auch von den gleichen Leuten. Das ist so, da gibt's so harte Fans von Crash Team Racing. Und wie gesagt, wir haben das ja mal bei Giga gespielt and it holds up. Also ich sag mal so, it's no Diddy Kong Racing. Nun, das wäre das Nächste, was da auf der Liste steht. Ich würde sagen, die Liste ist Sonic Racers All-Stars Transformed, Diddy Kong Racing, Crash Team Racing, Formel 1 Stars Dingens, Mario Kart. Das scheiß Formel 1 Kart-Spiel. Sieht voll gut aus. I like it a lot. Nitro Fueled. Von Binox macht das vor allen Dingen. Muni, okay. Jetzt, wo sie keine Spider-Man-Spiele mehr machen dürfen, was so das? Alter, ich komme nicht über diesen Whiplash klar. Von gerade dieser Kunst, die ich gerade gehört habe, zu diesem aggressiven Schlag in die Fresse in Form des Charakter-Designs von Crash Bandicoot. Wo ein Mann, nicht nur wo, das ein, wo das Gesicht das eines Kostüms. Mannes durch seine Zähne hindurch blickt. Ja. Ist mir gerade schon im Publikum aufgefallen wegen seinem geilen Anzug. Wow. Stylisch. Das ist ein Bild. Games have always had Boy. A Ach, das ist. Sense of community. Ja, stimmt. Das ist der Boy. Und das ist der Boy. I remember when I was a kid. Younger. Gathering around Tialk hieß er bei Stargate. Tialk, weißt du? Tialk. But I'm blown away by noch weird, dass sie den Voice Actor geändert haben, weil er war trotzdem noch so fast das Gleiche. Millions of people around the world aren't just playing games they love. Jetzt einfach so an. Jetzt einfach genauso an. Das ist gerade so gut. Das ist einfach seine Stimme, 1:1. Holy shit. For the content creator of the year. Content creator of the year. Ich hätte mir gewünscht, dass GLaDOS mehr das Modebewusstsein seines Voice Actors hatte. GLaDOS mehr das Modebewusstsein? Nein, GLaDOS. Entschuldigung. Man kann sagen, was du war. Das finde ich irgendwie super lustig, dass hier so Content Creator drin sind. Und dann sehen wir mehrfach Leute, die Fortnite-Zusammenschnitte aus Let's Plays machen. Guck mal, sein cooles Red Bull Studio. Ist der Red Bull? Guck mal, es ist alles das Gleiche. Oh ja. I hate it. Das ist YouTube-Hochkultur. Oh nein, das ist ja Twitch, ne? Oder Twitch. Oh, ja, erneut. Vollkommen okay. Fortnite zu Let's Playen oder zu streamen. Alles gut. Oha, ob das wiederum. Ob der den nicht so gut findet, gemeinsam mit einer Frau nominiert zu sein. Ob das awardwürdig ist? Nun. Read it, boy. Okay. Das ist. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Read it, boy. The award goes to Ninja. Was? Was für Überraschung. Aber cooles Haar. Ja. Oder dass er nicht so cool irgendwo draufsteht. Spray. Das ist alles Fortnite-Stream. I'm not gonna lie, this is an incredible honor. I first off just like to thank my lovely wife, Jessica, who's joining me today, and my family who's supported me my entire life. They've always let me play video games as long as I was just a little bit more active outside. So, but you know, this has just been an incredible year for gaming and video games. And this is a sad honor to be in the position that I'm in, to have won this award and to bring joy to all the people who love watching video games. So, I mean, I think it's crazy that every single person in this room stört. Ich glaube, es ist so, dieses Ding, dass dann Leute, die an der Millionärsgrenze kratzen, weil also diese Content Creator, die gewinnen werden, sind nicht immer die erfolgreichsten. Die erfolgreichsten Content Creator sind die, die unglaubliche Reichtümer durch ihre Arbeit dann bekommen haben.
Und ich finde das grundsätzlich weird, Erfolg, also Award-Shows, wo wir auch den Echo daran zu knüpfen, wie erfolgreich sind. Ja, ja, das sollte nicht der Maßstab sein, sondern die Qualität. Und wenn ich das überein, wenn das sich überschneidet, dann ist es schon, weil es gibt ja sehr erfolgreiche und gleichzeitig super gute Sachen. Wobei wir nicht so erfolgreich sind. Und wir sind sehr extrem. Hä? Willst du mir was sagen, Tom? Nee. Ich habe mich jetzt schon so oft für das Kingdom Hearts Video entschuldigt. Ich weiß nicht, was du davon mir hören willst. Wirklich, das hängt uns seit 2 Jahren hinterher. Du küsst mir nicht mehr auf den Mund. Ach. Schön. World Premiere. Ja. Da ist es. Das 2K-Spiel. Also das ist nicht Microsoft-exklusiv. Ja, das ist noch von vorher. Ja. Wondering what's going on, eh? One question first. Are you feeling anything that can be construed as explosive cell death? Könnt ihr das von Sawyer? Wonderful. Let's get started. Kann sein. Ich weiß nicht, was er sonst macht. Dann würde da aber irgendjemand Deutsch reden im Trailer. Was ist schon mal kein ISO... Also überraschend. To the edge of the galaxy. Oh, machen die ein bisschen New Vegas Style? Ich wollte sagen, das ist New Vegas 2. At least it was until the corporations bought it, rented it and started selling it at ludicrously inflated prices. And the rest of your fellow settlers? Oh, wow. Sieht viel besser aus, als wie so ein Vault. The boys got a bounty on my head. So, that's why 4-player survived. Look, I get it. Oh boy. Holy crap, sieht das gut aus. But you have to choose. And you have to choose now. Ja, richtig wieder mit Freiheiten. You know you didn't have to shoot either one, right? But it's fine, I guess. You just keep being you. Oh ja, gehen die Fallout-Schiene. Ja. Sie machen einfach ihr eigenes Ding draus. Scheiß doch auf Bethesda. Um es mal so deutlich zu sagen. Das waren sogar, ich glaube, das war gerade, wenn du mit Deutschen sprichst, dann sieht das so aus, wie man gerade in diesen Shots gesehen hat. Wow! Alter, ich dachte, das wird so ein kleines ISO-Ding hier. Okay, krass. Holy shit! Try not to break it, because it's going to be broken as fuck. At release. Ja, haben wir ja vorher schon gesehen. Spacer's Choice is not responsible for any feeling of vertigo, wonder or hunger you may have experienced while watching this advertisement. Letzte, das war... Sie haben einfach sich gedacht, wir machen jetzt New Vegas in eigen. Das ist sehr... Eigene IP, die uns hoffentlich keiner nehmen kann, weil wir schlau genug waren, im Vertrag mit Private Division nicht hinzuschreiben, dass deren die IP gehört. So, dass man es bei Microsoft vielleicht weitermachen kann. Sieht ultra aus wie Fable. Alter, wie cool war das denn? Oder? Ist das Fortnite? Ja, das sind so random Charaktermodelle und so random Rüstungen. Das ist bunt. Ist da nicht irgendwie auch ein Meteor eingeschlagen, gerade bei Fortnite? Ja, aber hier komme ich doch null auf Fortnite. Obwohl, doch, das ist ein Survive the Night vielleicht. Obwohl, wir haben doch alle gar keine Knacken. Ja, doch, stimmt. Haben wir ja gesagt, das ist immer so eine Frage, ne? Wenn ich bunt sehe, dann denke ich Fortnite in der Tat. Dauntless, schreiben die Leute. Das ist ein Obsidian-Ding. Super cool. Super cool, das da bin ich richtig auch begeistert von, ja, weil das habe ich... Ich hätte halt gedacht, wir kriegen so eine Art Spiel dann jetzt in 4 Jahren, nachdem die Microsoft-Nummer sich auszahlt. Und die Sache wäre wahrscheinlich gewesen, wenn sie jetzt mal gekauft werden, hätten sie dieses Spiel nie zu Ende machen können, weil sie jetzt gerade pleite wären. Stell dir das mal vor, dass dann jetzt 2 Jahre später rausgekommen wäre, daran haben wir gerade entwickelt, dann siehst du diesen Trailer in 2 Jahren, nachdem er gecancelt wurde. Aber da haben sie ja schon Private Division als Publisher gehabt, also die Finanzierung von dem Ding muss ja irgendwie... Genau, aber das Ding ist, das Studio ist ja noch deutlich größer. Vielleicht wäre es dann verkleinert worden. Das war sehr, sehr super cool. Das jetzt oder was? Oh, guck mal, noch mal Epic Game Store. Das Outer World. Jesse Houston, the CEO of Phoenix Labs. A couple years ago, you were with us announcing this game. Ja, genau, Nathan, sie holen sich Fallout indirekt zurück. Das Alpha-Protokoll-Sequel, das wir alle wollten.
We're super excited. Das ist das, was wir Microsoft machen. The last couple of years, but also the future. And it's really awesome coming into the future and being able to see in April rather jetzt mit weniger have launched the game on Xbox and PS4 and the Epic platform. You know, from the get-go, Dauntless has always been about bringing players together. Übrigens, Epic Game Store haben wir erstmal eine positive Meinung zu, glaube ich, erstmal, weil der Split den, also von den Einnahmen, den die Entwickler bekommen, deutlich höher ist als bei Steam. Bei Steam ist es, soweit ich weiß, 70-30, dass die Entwickler 70% bekommen und Steam 30%. Aber es gibt verschiedene Tiere. Das haben sie jetzt gerade geändert, dass quasi die erfolgreichsten Spiele nur 20% abgeben müssen, was natürlich Blödsinn ist für die 99,9% der Leute, die da ihre Spiele verkaufen, während es halt bei Epic jetzt 12% sind, die Epic nur nimmt, was halt nicht mal die Hälfte ist, sehr, sehr besser. Deswegen, ja. Da reden wir im Podcast aber auch nochmal drüber, aber halt erst übernächste Woche. So that I can go and study computer science. Getting education, it's not about just getting degree, it's actually getting exposure to the world. You can't be if you can't see. That's what we are trying to do, is give them an inspiration. Pixel Art Games Academy is a training academy for video game development. Our wie cool. Main focus is actually empowering game developers and creative artists to be able to make their own incubation, was auch immer. Coole Platzierung drin. This is my biggest dream. Wahnsinn. I want people to see what kind of ideas, what kind of creative people we have in Pakistan. Aber es ist einfach eine ordentliche Show, die er hier zusammenstellt. Die also dieses Coming up, Joel McHale recognizes best esports player. Es fehlt halt komplett dieses musical performance of Devil Trigger. Kyle later, redet mit einem großen Werbefigur, die so dieses ja genau, Ebene, weißt du? Sondern es ist viel mehr. Es wirkt halt sehr wholesome. Ja. Viel gut. Yay! Und das ist aber sehr süß, wie sie es machen. Sie lassen es immer erst wie ein Spiel wirken und dann kommt der Rest dazu. Hä? Das ist schon wieder Mario. Ach so, weil vorhin mit Street Fighter war. Okay. Super Smash Brothers Ultimate! Du musst halt einen einzelnen Angriff geben, wie gerade bei wenn King DDD mit dem Hammer haut, wo der einfach so zersplattert. Also, der liegt auf dem Boden und haut seinen Hammer und dann ja, ja. Und dann kommt nämlich der Mad World DLC. Ja! Hey, in diesen Häusern sieht's ganz anders aus in Spider-Man. Das sind Dimensionslöcher. The only rule here is to untether your imagination and unleash it on the world. You won't believe what's in store. Get it? In store. Hast du eigentlich diesen League of Legends nein K-Pop Song gesehen? Das ist der Hammer. Muss ich mal angucken. Das ist ein super gemachtes Video mit so Charakteren aus League of Legends. Ja, aber von League, keine Ahnung, CG aber. Oder? Tonight nee, we've got CG. Some of the biggest franchises in the world unveiling their new games. We've also got some smaller studios sharing their projects. This is another one of those surprises. Enjoy. Mhm. Smaller one? Ach so, das ist Ashen. Das. Nee. Aber Ashen erscheint, glaube ich, morgen. Das ist wie hier Flame in the Flood. Ja, so sieht ja so aus. Hello Games! Wow, No Man's Sky Macher. Die gehen zurück zu ihren kleineren Wurzeln, zu Joe Danger. Joe Danger. Der jetzt Boot fährt. Und Hello Games Short. Oh, das ist so cool. Das finde ich witzig, dass man ein Spiel als Short bezeichnet. Guck mal, wie cute das aussieht. Ja! Adopts! Oh mein Gott! Geht im Roh. Oh. Fuck yeah! Wahnsinn, was sie aus No Man's Sky gemacht haben. Komisches Content-Update. Scheint wirklich sehr viel mit dem Boot unterwegs zu sein. Es ist auch so wholesome as fuck, yo! Oh. Ich mag irgendwie den Phrase wholesome as fuck. Es wirkt sehr wie Tunic.
aber Tunic war ja sofort irgendwie so Zelda-mäßig. Ja, aber das ist auch so ein bisschen ganz Tempel auf ewig. Ich glaube, nicht spielmechanisch, aber so, dass du ein Tempel hast und so Schalter mit ewig. Okay. So Zelda-Vibe. Aber ist das auch wirklich komisch, weil da mehr Leute unterwegs sind? Oh. Wow, sieht das toll aus! Ja, wirklich. Super gut. Ja, das ist echt großartig. Schön. Super schön. Wow. Ja, finde ich sehr cool, dass Hello Games nach No Man's Sky. Dass wir wieder etwas atmen können. Fragt jemand, ist das Rhyme in gut? Nur war Rhyme ja auch sehr gut. Habe ich immer noch nicht gespielt. Yeah. Hi Jeff. Wow, I can't believe you had me back. when I was asked to present the award for best esports player, I did not hesitate. Video games have brought me and my sons closer together. Every morning, they fire up Shocker, Fortnite, and their eyes light up with the promise of a new day. Then they demand my credit card information to purchase a Moisty Merman skin and a guiding glow axe. Wow. It seems like only yesterday they were forced to buy a Rainbow Rider and Astro Backblade. They drove so fast. Anyway, I'm okay. Esports continue to grow exponentially every year with sold-out arena tournaments all over the world and millions of dollars on the line. This award recognizes the most dominant athlete in esports. Whoever wins this is basically the LeBron James of sitting. Ich weiß nicht, warum das so fick, als ob es gleich diesen Devolver-Cut gibt, ne? Zu den lockdown Publikum. So, wenn das nicht Sonic Fox gewinnt, das würde so, das würde zu dieser Wholesome Show sehr passen. Ja. Aber der ist ja auch wahnsinnig gut. Es ist eine schwule Fury, die gerade alles gewinnt im E-Sports-Bereich. Das liebe ich. Das könnte nicht cooler sein. Da gab es mal ein Interview auch total. Super gut. Das ist sehr intim und ruhig und die sitzen so und reden miteinander. Positiv online. That is stunning from Simple. Oh, Joyner, he's looking dangerous. From downtown. No style from Zonek! Weird, dass man manche dieser Leute nicht gesehen hat. Weißt du, dass es nur Gameplay-Material war. And the game award goes Red to Sonic Fox. Yay! Bitte komm in deinem Fury Outfit. Ja! Yeah! I love him! Das ist übrigens Furry, nicht Fury. Entschuldigung! Ah, das will nicht. Wie super gut das ist! Ja, das ist ein cooler Typ. Ach, das ist so toll. Die Leute sind gerade so verwirrt. Er bewegt sich wie ein Fuchs. Das wäre so, wenn er jetzt auf einen Vieren hat. Also er hat gerade ja so ganz. Wow. I really won this shit. Oh my god. Hey, look, Mom. Ja, der ist auch genauso. I guess I want to say this is a big honor. I kind of just really, really enjoy playing video games competitively. I've never really, really done it for the fame. I kind of just enjoy the rush of like beating people up, you know? Like, I don't know, like even like, I'm sure you guys heard the story of when I won the IPS finale. The other thing I don't do this for is for the money. It's because when my best friend, one of my closest friends, oh my God, I'm nervous. his dad had cancer. And after I won, before I even like did the match, I told him whether I win or lose. Ja, das war gegen den, der gewonnen hat, gespielt im Finale. Dem hat er dann die Hälfte des Preises gegeben. I hope it works out for him. Spoiler für die Story. And he really, really. I hope it works out for him. Und das ist irgendwie auch so. This is more scary than I won Evo. Die eine Gesichtsausgabe wie eine Frau war gerade. What is happening? Ich habe nicht wirklich, ich habe nur versucht, make new friends and bonds in the community. So, I guess for now, I want to give a shout out to obviously the team that's helped me do all the way, Echo Fox. I want to give a shout out to all my friends back at home. My best friend, Akil Sage, he's helped me out so much through life. McKenna in Black, the goons back at home, gang.
as you guys also may know or may not know, I'm also super gay. So I mean, I want to give it a shout. Fuck yeah! Super gay. So I want to give a super shout out to all my LGBTQ plus friends that have always come into life. Ne? Wholesome as fuck, ich sag es dir. Holy shit, macht er lang. Noch ein bisschen Furries. Guess all I gotta really say is that I'm gay, black, a furry, pretty much everything a Republican hates, and the best esports player of the year, I guess. Thank you so much. Ich explodier gleich. Holy shit. Oh boy. Holy crap. Das war ja amazing. I'm black, gay and a Fury. Everything Furry. That Republicans say. Warum sagst du mal Fury? Furry? Ah. Ah. Oh. Ach, schön. And now to something completely different. Ist das Battlefield? I don't know. Das ist nicht Battlefield. Ist nicht? Der wird gleich weggebombt? Also das schon. Aber ich glaube nicht, dass es Battlefield ist. Weil auch diese Musik, die kommt nur, wenn du einen Hard Cut machst. Ja, aber es ist nicht Battlefield. Aber ja, er wird gleich übel zerfetzt. Ich muss bei der Musik immer an Day of the Tentacle denken, da kommt das nämlich am Anfang. Oh Gott, war das gut. Ist das PUBG? Ja, das ist der PUBG-Helm. Ja. Ach, die PS4-Version ist das. Ah, ja. I see. Das Ding ist, den Joke hat man so weit vorher yep. gesehen. Yep. Die PS4-Version? Neue Map halt. Ey! Dann gibt noch einen Twist. Er hat überlebt. Aber eine Granate im Nest. Puff. Das ist ja doch PS4. Play Tonight und PC-Test-Service. Oh, naja, es ist halt eine Map. Ich komme immer noch nicht über dieses. Dann alles gerade in All right. Ja, I am schön. Here with Dave Kerr, the World schön. Art Director at PUBG Corporation. Dave, why don't you tell us about the new map besides the new terrain? People can get to play tonight. What else? All right, so it's called Vikendi. It's our first 6x6 map, which is the Hammer. Sweet spot between the chaos of Sanic and the tactics of Sanic? It's also a snow map, der Sanic which gesagt? Means you leave footprints. Players can track ja, man you, spielt you in PUBG them. Hunter Sanic. Becomes the hunted. What about new gear? Einfach nur blaue Haut. Absolutely, we're gonna have the G36C Assault Rifle. Die haben nicht die Technologie, die Animationen umzusetzen. Wenn die den PUBG-Hauptcharakter schon nicht in Smash Bros. Aufnehmen, machen die ja die eigenes. Snowmobile, and we're gonna get to like jump that snowmobile tonight, because you're putting on the test servers after the show. Yeah, it's the best news. It's ready tonight. Wow. PC test servers, and it's gonna be on Xbox One and PlayStation 4 in January. All right, so jump on Steam tonight for that, and also the PS4 version hits tomorrow, right? Yeah, tomorrow, December 7th, PlayStation. We're super excited to join the PlayStation community. All of our new PS4 players are going to receive an exclusive parachute. And finally, it's your last chance to pre-order, which will grant Leute haben Nathan Drake Desert outfit from the Uncharted series vor kurzer and Zeit Ellie's backpack from The Last of Us. Get it! Fury. Vielleicht Fury. Da right, noch fantastic, Dave. Really appreciate it. PUBG, great to have you back with us again. All right. Now I'd like to introduce our next presenters. They're members of a Grammy Award-winning band that I love personally from Weezer. Please welcome Brian Weezer, Bell and Rivers Cuomo. Was ist diese Show? Wundert mich alles nicht mehr. Oh boy. Wow, Weezer. What's up? Just a warning. Things are about to get heavy. If you got any earplugs, right now I'd like you to throw them away. Just toss them anyway. Also, if you have any religious artifacts, put those away. Just tuck them under your seats, because we're about to summon some dark spirits. Here's the composer of Devil May Cry 5, Casey Edwards, with vocals by Ali Edwards performing. Hey, Weezer hat gerade einen Devil May Cry Komponisten angesagt. What? Alter, was für eine gute Show das ist. Aaron schreibt auf, the time has come. Der Song ist halt, ist das der... Ich
der immer dabei ist. Der Song ist halt genauso auf die gleiche Art und Weise scheiße, wie auf dem Metal Gear Rising Soundtrack irgendwie scheiße ist. Weil das so unfassbar, weil das einfach Sonic Soundtrack ist. Aber das ist so gut. Passt halt. Das könnte original Shadow the Hedgehog 2 der Titelsong sein. Aber es ist gut. Wir nähern uns der besten Stelle. Oh, dieser Whiplash heute. Kommt leider bei uns nicht so gut an, der Ton. Bei euch wahrscheinlich auch nicht. Ey, die Gitarren sehen ein bisschen cool aus. Scheiße. So gut! Bang, bang, bang! Pull my devil trigger! I love it! Also ich meine, das ist ja auch komplett positiv. Ja, ja. Daran. Das ist so scheiße. Ihr seid genauso scheiße wie wenn Roots of Nature! Oder The Wind is Pushing Me! Ja, genau, ja! Das ist halt weird, dass genau der Song das ist, den er plötzlich so durchstartet, weißt du? Ja. Weil wir so viele von diesen Songs hatten. Das war doch von Inside PlayStation. Es fehlt ein bisschen Sonic Fox auf der Bühne bei diesem Song. Also ich bin von der Headbang-Action. Wie viel Spaß sie hat. Ja, davon bin ich ein bisschen enttäuscht eben. Weil ich, der hat so lange Haare. So, sie müsste mehr Headbang. Genau, das Headbang, was sie so hat, ist so leicht. Sie macht aber so. Sie müsste eigentlich einen kaputten Nacken nach diesem Song haben. Ja, das tut wahrscheinlich dem Gesinge nicht so gut. Das ist richtig. Ist auch egal. Memes! Siehst du da? Das ist so ein komisches so. Guck mal, wie die da hinten dafür abgehen. Ja. Eine coole Bühne auch irgendwie. Fuck yeah. Werf um! Werf das Schlagzeug um! Los. Ja, das war alles kaputt! Werf's in das Publikum! Kombo! Bring jemanden auf der Bühne um! Er Kombo ihn auf der Bühne! Literal Mörder! Oh, schön. Alright, there was Devil Trigger, and that's you wanted it. Over the last 3 years, nearly 20 million players have tamed, trained, and ridden dinosaurs in the epic Ark Survival Evolved. Tonight, the creators are unveiling their new adventure, a gigantic world of exploration and conquest. Take more survival. Is that Ark? What is it sonst? Is it Ark? Is it another game from them? Or does it not look very like Ark? Jetzt nach Ark. Aber das ist auch kein Dino. Hat Ark. Aber der Wilhelm Scream. Ja, das ist irgendwas anderes. Gibt's das schon, Leute? Sind wir da einfach nicht gut informiert? Das ist voll Sea of Thieves. Nur in Meer und. Also, Meer halt. Der hat das nicht getroffen. Oh, das sah sehr nach Proxy-Kampfsystem aus. Wie sie das sehr Sea of Thieves. Ja, ja. Holy shit. Grafikstil ist sehr Sea of Thieves. Der Grafikstil oder nicht? Sind sie nicht? Ich finde den Stil gar nicht wie Sea of Thieves, aber das, was sie mit der Karte ja, ja. Und den Booten. Noch wieder sehr laut. Der Capspan ist auch noch laut wegen. Ja, man muss also, halt mal wieder im Hinterkopf behalten, dass das mit 5 Frames. Ich wollte gerade sagen, das wollte ich original gerade sagen. Deswegen muss man auch an 20 FPS rechnen. Ja, ja, ja. Open World Survival MMO. But why though? Alright, I'm here with Jeremy and Jesse from Wildcard Studios. Guys, congratulations on the announcement tonight. Coming next week, what exactly is Atlas? Well, Atlas is a massive open world survival MMO for 40,000 concurrent players in the same environment. It's a game about building an armada, claiming territory, forming an empire, and ultimately dominating the entire globe. It's a huge scale. How big is the map? It's really big. The Atlas world is 1,200 times the size of a single Ark server. And our team has spent countless hours
handcrafting a beautiful place to play in with biomes from I could hear tropics this game. To tundra, desert, polar regions, and we've filled it with amazing creatures. Everything from things you would expect, like Man, livestock, to crazy mythological creatures that are guarding the secrets of an ancient civilization. Denke mir nur, oh There's mein Gott. So much fun und gar nicht nur aus technischen, auch die Menüs und was du spielerisch machst. Ich bin da sehr skeptisch. Coming to PC, any word coming to console yet? Alice will be coming to console next year to Xbox with the Xbox Game Preview Program. We got great feedback from the fans on Ark for Game Preview. We're excited to bring it first to Xbox next year. Ach so. Awesome. All right. Well, thanks, guys. Nee, die haben lots of work ahead of the week ahead to launch it. We really appreciate it. We've also got our Twitch poll continuing. So the award for best independent game, people have been voting on that. That's coming up in the show. And right now, Twitch is saying that they think Dead Cells is going to take that with 39% of the vote. So we'll find out if they're right when we come back. My technical is Rockstar Independent. On the way, a world premiere you won't want to miss. Then Ninja and Pepe the King Prawn present the award for best independent game. And later, we celebrate the music of Red Dead Redemption 2. Don't stop streaming. This is the Game Awards. Wäre schade, wenn sie da nicht mehr bei dem Game Awards sind. Happy Games reinhauen mit dem Score. Ja gut, die haben ja auch 8 Milliarden Mal gekauft. Ich wollte gerade sagen, sie haben ja dafür Unreal Tournament gecancelt. Ja, das hat auch wirklich nicht aufgehört. Ist offiziell gecancelt mittlerweile? Also, die Entwicklung ist gestoppt. Das Spiel in seiner aktuellen Form existiert. Kann gespielt werden. Aber nochmal, guck mal, noch ein anderes Tournament-Spiel. Manita, make you work hard, make you the, Nelly Furtado, ne? Wo ist sie eigentlich? Hat erstmal jemand bestätigt mit Take-Two, weil Dopsy hat auch noch geschrieben, er dachte auf Take-Two. Ja, kann sein. Sehr gut sein. Kann sehr gut sein. Ach, World War Z, guck mal. Sehr lustig, die ist einfach exakt, Fällt dir nicht mal ein, ne? Boah, nee, wirklich nicht. Komm, ich hab was gespielt. Fäng mit D an. Ich weiß nicht mehr, aber Dead by Day. Gar kein Days Gone. Days Gone, ja, noch auf mein Gott, dieses Spiel egal. Ich hab noch nicht ganz verstanden, ob jetzt Epic, ob das jetzt alles über den Launcher dann funktioniert oder ob man sich auf DRM frei runterladen kann. Ich glaube, das würden sie auch lieber bewerben, wenn man das könnte. Ja, stimmt, ne? Ich kann überhaupt nicht drüber nachdenken, ja, aber du hast recht. So voll play das nicht gesehen. Das ist der What? Das ist ja super. Und noch was. Noch mehr Annapurna! Ja. A44, sagt mir nix. Ich liebe Annapurna. Ist das Ashen? Sieht aus wie Ashen zumindest grafisch. Ja, kommt technisch. Ja, das wird morgen dann kommen. Exklusiv auf Epic, im Epic Store. Da freue ich mich sehr drauf. Da würde ich am Wochenende ein bisschen Zeit mit verbringen. Das sieht sehr cool aus, ja. Das ist halt auch wurde in der Vergangenheit schon mal gezeigt. Mhm. Ja. Und dann war es eine Weile still um das Spiel. Ja. Below kommt ja jetzt auch raus, ne? Ja, auch diesen Monat noch. Ja. It's crazy. Available now. Oh, ich habe keine Zeit. Was? Hades auch? Was? The fuck? Was? What's war das vorhin schon in dem Trailer drin? Nee, oder? Also das war mit in dem... Also dass das jetzt raus ist? Nee. Holy shit. Und noch mehr Terry Crews Sachen. Your suit game ich hab grad Smash auf meiner Switch, Leute. Look at me, man. Au. Tighter. Stand schon davor. Schelten Apfel. War early, Hades ist Early Access. Stand okay. Schon davor, da meinen die Leute gerade. Danke für die Info. Early Access Roguelike, wie so ziemlicher Bummer, finde ich, für Supergiant Games. Aber Supergiant machen ja nie Sachen, weil sie irgendwie müssen oder so, oder um den Markt zu folgen. Deswegen habe ich das Gefühl. Nee, deswegen finde ich da gerade cool, weil es dann vielleicht ein paar Ideen hat. Weil sie dann dachten, lass mal ein Roguelike machen, weil wir haben folgende Ideen für ein Roguelike. Ja.
Also ich, ich, und ich habe ja per se keine Abneigung. Ich habe noch kein einziges Spiel halt gesehen, was durch Roguelike in mein, für mich besser wurde. Also kein einziges. Ich habe schon sehr, sehr viel. Ich habe fast jedes Roguelike würde besser werden, wenn ich mit Roguelike wegdenken würde, aber ich habe noch keins gesehen, wo ich mir denke, oh, zum Glück ist das so. Na, dann stehst du aber einfach nicht auf das, ja, ja, den randomisierten Widerspiel. Genau. Ja, okay. Weil das ist ja für viele der Punkt. Binding of Isaac oder so. Sogar noch mal eine ISO-Werbung hier reingebracht. Was für ein weirder. Ja, so ein komischer Clip. Welcome back to the Game Awards. We have so much more show coming for you. Lots of new games, lots of awards. Hier, was war das Spiel right now, von... I'd like to announce some of the other award winners across some other categories. The nominees for our best debut indie game. This is recognizing a small studio making its first project. The nominees were Alter, was eine Liste von Spielen wieder. Holy shit. The Messenger, Yoku's Island, ja, von mir aus jedes. And the Game Award goes to The Messenger. Congratulations. Ja, das wäre jetzt das, was ich am wenigsten finde. All right. Next up, schade, Donut County, game. Das those nominees this year are Blaze Blue, Donut County ist einfach Dragon so wunderbar Ball Fighters, Soul Calibur 6, Street auf jeden Fighter Fall Blaze Blue ist mein Lieblingsspiel auf dieser Liste. And the winner for best fighting game, Dragon Ball Fighters. Da muss halt gucken, wir sind halt Journalisten, die dafür auch... The nominees this year are Mario Tennis Aces, Nintendo Labo, Overcooked 2, das gewinnt schwierig. Atlas, Nintendo Labo. And Super Mario Party. So, Mario Party, ja. And the so, Game Mario Award das. Goes to Overcooked. Overcooked 2. Another genre category for best strategy game. Those nominees, the Banner Saga 3. Das müsste Battletech, glaube ich, gewinnen. Aber Overcooked und Breach hier wird sowas von nicht bekommen und das ist so tragisch. Winner for best strategy game. Ja, es kriegt Into the Breach. Congratulations, Subset. Into the Breach ist voll der Kritikerliebling. Alright, well, we've got a lot more show die Danielle Rindo hat sie, glaube ich, bei Warpoint, das glaube ich, irgendwie 500 Stunden gespielt oder so. 300 oder so. Naja, das ist völlig absurd. Ich spiele einfach so jeden Abend, so wie wenn wir ein Schach spielen würden. Ich habe drei Spiele in meinem Leben, die ich mehr als 300 Stunden spiele. Das war ja auch so. Dragon Age 4. Also doch? Ja, aber das wird noch 3 Jahre dauern, bis das draußen ist. Und es wird nur ein kurzer... Ja, das ja ist sie das Logo. Machen irgendein Logo, ja, oder so. Weil es noch nicht mehr gibt. Aber cool, trotzdem. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da inzwischen so... Mark Dara ist weg... David Gator ist weg, die ganzen Leute, die die vergangenen Dragon Age Spiele geschrieben haben, gibt's da einfach nicht mehr. Ich fand halt, dass Dragon Age 2 und 3 auch jetzt nicht besonders gut geschrieben waren, deswegen weiß ich nicht, ob das so eine große Änderung gibt. Also Dragon Age 2 hat sehr unter seiner kurzen Entwicklungszeit gelitten und... Sure. Aber mit dem Writing sollte das eigentlich irrelevant sein. Das Writing von Inquisition finde ich nicht schlecht. Nee, ich auch nicht, aber halt auch nicht. Nee, ich find's auch gut. Sure. Genau, aber wenn ich jetzt nicht mehr so ein vergleiche, I suspect you have questions. Oh, war das Solus? Ist der Red Wolf etwas Dragon Age-iges? Ich hab keine Ahnung. Das war ja nicht mal. He's a mega popular streamer and he's a mega popular steamer. War das überhaupt Dragon Age? Here are Ninja and from the Muppets, Pepe the King Prawn. What's happening? Hey, congratulations, my friend, on the big win. Das habe ich vorher schon gesehen, dass der dabei ist von den Muppets. Hey, let me get a selfie. Ist das ein Muppet? Ja. See? Ninja ist da nicht mehr drauf. Prawn King. Yeah, that's a good shelfie, my friend. Did you just say shelfie? See, it's a crustacean thing. Oh. Oh, no, that wasn't a good one. We didn't get a good one. My eyes were closed. Say Manchego! Dreadwolf, aka Manchego? Ferrarel, aka Solus. Yeah. That's a good one. Oh, I'm gonna get some big V-Bucks for this, okay? Solus ist also Solus ist sehr... Einer der Klassen, einer der, genau, ist einer der Kerncharaktere der Story. Did you say Fortnite? It's actually pronounced Fortnite. No, I don't think so. No, but believe me, definitely, I know. It's Fortnite, right, guys? It's Fortnite. Yeah. Oh. Well, I hate to disagree with everyone, but you're wrong. Fortnite makes no sense. Fortnite is only 2 weeks, and I know I've spent a lot more time than 2 weeks playing this game. Say sangria! Sangria? All right, you know that's a good one. Look, we're supposed to be presenting the award for best independent game. Can we do that, please? Sure, do what you gotta do. I'm gonna take some selfies. Okay, all right. This award is for the best game made outside of the AAA system. Oh, this is a good one. Heißt der Award so? Did you say best AAA? Game outside of the AAA system? It's amazing what they do without batteries these days. Ein guter Award, aber... And here are the nominees. Was ist das denn für ein Award-Name?
Best independent game. Okay, das ist ein Nervus. Was ist das super? Diese Kategorien sind alle so mit so viel interessanteren Spielen vollgeschopft für mich persönlich als all die anderen Kategorien. Toller Satz. Ich glaube, es wird jetzt Spiel gewinnen. Ich persönlich würde es Over Dinner meisten. Wie cool ist das hier so oft dann doch noch vorkommt? Also ich würde es Over Dinner meisten wünschen, aber ich finde das auch The Messenger so oft vorkommt. Ist auch voll für die Pedale. Ja. And the award goes to... Ninja, Ninja, Ninja. Hold on, my friend. Let's get one more big selfie with the big crowd in the background, okay? Okay. Everybody, let's draw the sketch out. Selfie! Selfie! That's a good one. Okay, my friend, continue, please. All right, and now the best independent game goes to... I have to do this alone. It's hard. Whoop. The award goes to Celeste. Yay! Okay, hätte ich nicht gedacht. Und gerechnet. Sehr cool. Tonight, Celeste also wins the Games for Impact Award. Ah! Games for what? Games for Impact, das ist oder von Hellblade. So. Oh, weil Celeste ja eine sehr überraschende Geschichte hat im Hintergrund. Über Geist. Hm. Ich finde sehr schön, wie Ninja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Verbindung mit der Muppet Show hat, wo... Oder Independent Games. Oder Independent. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, spielt er noch andere Sachen als Fortnite? Nicht wirklich, nee. Sven and, guck, was für ein cooles Team das ist. Was für eine Gruppe von Leuten. Die sehen genauso aus, wie ich mir dachte, dass die Entwickler von Celeste aussehen. We're nothing without our support networks, so thanks ja, einfach our partners and our bunt. Bunt, ja, bunt ist am besten. Pretty sure my parents account for... like half of our votes, so. Ob sie nicht so richtig gerne auf so riesigen Bühnen stehen eigentlich. So, we got like completely lost in the work of making this game. Komm, and we kind of forgot that people would eventually play it, so the reception has just been like really overwhelming. Sieht ein bisschen aus wie Lexus in letzten Wettbewerben. I'm like at a loss for things to say all year about the reception. So there is one thing I want to say, though. If Celeste has helped you come to terms with mental illness, I just want to say that you deserve credit for that. That change came from inside of you, and you're capable of a lot more. Thank you. Oh, das macht mich wirklich sehr glücklich. Alter, schön, dass da die ganze Gruppe mit hochkommt. Oh. Hast du noch gesehen, wie die sich umarmt haben? Fuck yeah, mehr Annapurna, let's go! Annapurna hat die Show gesponsert oder so? Annapurna startet einfach mega durch die letzten Jahre schon. Und hat halt einen riesigen Geldgeber, nämlich Annapurna, das Filmstudio im Hintergrund. Ja. Die Alice, also die haben echt Kohle. Und die machen einfach nur ultra kreatives Zeug abseits AAA-Bereich. Ich mag ja Absu voll gerne. Ich hätte es gerne mehr gemocht, als ich zu, aber komm, wie gut das aussieht schon wieder. Ja, was sehr anderes zu werden. Eieiei, Robin, die Dinge, die wir hier sehen. Diese Show ist einfach inzwischen auf E3-Relevanzniveau. Also ich finde sie halt viel für mich relevanter als E3 gerade, weil man so wenig große Explosionen-Games gerade so sieht insgesamt. Es ist vielmehr diese Art von Spielen, die hier scheinbar im Mittelpunkt stehen. Wie cool sieht das denn aus? Feuer, bitte! Das ist ein Ninja-Spiel. Alter! Für mich hat das voll Zelda-Vibes auf gewisse Art und Weise. Oh. Hilfe, ich komme nicht runter. Oh Gott. Ey, wie cool. Ja, super geil. Annapurna's Killing mit Epic Game Store. Epic Game Store. Annapurna scheint tatsächlich so ziemlich. Alright, we got much more show to come. We got a Muppet on the show finally, so I'm very personally happy. Pepe, thank you for
joining us. All right. Tonight you can find special offers on all the nominated games across Xbox, Nintendo eShop, Steam, and PlayStation Store. So make sure to check out those offers tonight, over the next few days. Of course, we are trending number one worldwide on Twitter. I want to thank everyone for talking about the show. You can see some of these amazing tweets, everyone talking about all things Game Awards right now. Very exciting stuff. All right. There's another game launching game tonight. It's Human Head. Mulan Zelda on Steam. You can play now in early access, and it's published by the folks at Digital Extremes, developers of Warframe. Here's a first look at Survive By. What? Was that irgendwas mit Survival? Human Head? Quake 2! Something dark has emerged from the depths of the earth, changing even the cute and cuddly into the damned and deadly. Das ist halt eine wilde Kombination, ein Spiel, das von Human Head gepublished von Digital Extremes. Zoom noch mehr! Forth on an epic journey. Well, you can try. It's totally up to you. Join a massive online adventure to help rid the lands of this mysterious and nearly unstoppable force. Nearly unstoppable. There it is. Play for free and be among the first to help build the Heartlands into something your ancestors would be proud of. Survive By. Find it on Steam Early Access. What's up, everybody? It's me, Melanie Mac here, and on most days you can catch me streaming some games. But today I'm going to talk about vaping and the simple fact that if you vape, you are 4 times more likely to smoke cigarettes. Now, everybody knows that smoking cigarettes is extremely bad for you, but how vaping can lead to smoking cigarettes may not be as obvious. The amount of nicotine in just one Juul pod is the same as 20 cigarettes. To learn more, go to thetruth.com to join the cause to finish smoking for good. And enjoy the rest of the vor zwei Jahren, vor drei Jahren wäre es noch, würde noch eine laufende Vape durch den Laufen teilen müssen mit ihr reden. Und eine riesige Vape auf der Showbühne rauchen irgendwie. Und jetzt haben wir hier Testimonials, die glaube ich, ey, Vapes sind übrigens ein bisschen gefährlich. Chillt mal bitte. Mag ich sehr. Es gibt gerade eine, also, Juul, die amerikanische Firma, die halt Vapes verkauft und herstellt. Und die hatten halt extrem, die haben halt extrem auch für auch Kinder und Teenager auch ihre Werbung ausgenutzt. Und wurden dafür jetzt auch. Es gab da Regelungen, die da eingeführt wurden, wegen, wo sie halt wegen damit aufhören mussten oder zumindest einschränken mussten. Weil es war jetzt irgendwie im letzten Jahr war das erste Mal seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder 5 Jahren oder so, dass Rauchen und das Teenager wieder hochgehen. Es war ja so ein kontinuierliches Ding runter und dann durch Vapes ging es wieder nach oben, weil das halt so ein Übergang hinaus ist. Because when you're the world's number one magic player, the world will know. All right, I'm here with Elaine Chase, the Vice President of Esports for Magic the Gathering. Elaine, some fun cameos in that piece. What ja, will hier, the world da know? War doch, wie heißt so, I am genau so excited hier, to announce Magic the Gathering's new Esports and competitive gaming program. In 2019, we have $10 million in prize money on the line across digital and wenn ihr vaped, ruft Robin die Polizei. Das war die Collins Schaut unseren Tetris-Effekt-Stream für den Kontext zu diesem Kommentar. Sehr, sehr gut. Okay, that's a lot of money. How do people get on board if they want to jump in here? Oh, that's easy. Just download and start playing MTG Arena. I've got something special for the audience tonight. We like special things. What do you have for us? If you use the code GAMEAWARDS, you'll receive an eSports starter kit with some awesome cards to play.
Awesome. All right. Well, Elaine, thank you so much. It's great to have Magic part of the Game Awards. Have a great evening. Thank you. We have a lot more show to come up tonight. A winner tonight for a bunch of awards, Red Dead Redemption 2, created a new standard among the beautiful landscapes and meticulous detail to its world. There is also a brilliant score that transported us straight to America in 1899. Here tonight, as a little surprise, to perform a medley of music from Red Dead Redemption 2 are a pair of Grammy Award winners, Daniel Lanois with his band and fellow Grammy Award winning vocalist, Rhiannon Giddens. Rihanna. Vielen Dank übrigens nochmal, dass ihr alle so da seid um 4.48 Uhr, um mit uns hier live die Game Awards zu gucken. Ja, wir nähern uns dem Ende mit großen Schritten. Keine Selbstverständlichkeit. Und noch Metroid Prime 4. Vielleicht ein, zwei Awards, dann sind wir fertig. Oder Metroid Prime Trilogy für Switch. Sure. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest. Genau, Sonntag ist 12.30 Uhr antreten, haben gesagt. Das ist Pflichtveranstaltung tatsächlich, muss ich sagen. Ist Pflicht, steht auf dem Plan. Der ist nicht meins, ne? Das ist die Musik, ne? Arschlangweilig. Aber von einem Red Dead Redemption Hasser hätte ich auch nichts anderes erwartet. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, so Kelly Family kommt gleich von links rein. Das ist irgendwie. Das würde nochmal sehr anders klingen, glaube ich, Robin. Der Kelly Family durch Red Dead Redemption. Kennen Leute heute eigentlich noch die Kelly? Das ist die Gang, die Kelly Family. Oh, lass mal unsere Posse aufmachen online. Oh Gott, die Kelly Family. Bei Smemato ist es gerade 16.15 Uhr. Wo bist du denn gerade? Von wo guckst du uns denn zu? Amerika? Das ist unfair. In Amerika gibt es alle Zeit zu. Das ist ein Tipp. Amerika ist gerade 4 Uhr nachts und 3 Uhr nachmittags gleichzeitig. Hat Daffy Duo damals besser gemacht? Wir haben so viele. Kelly Family Sapphire Duo, man hat halt das alles schon in besser gesehen. Das ist mein Problem. Wenn du Sapphire Duo und Kelly Family gleichzeitig abspielst, hast du das. Hast du Red Dead Redemption 2. Ja. Das ist einfach. Neuseeland. Cool. Da bin ich jetzt wieder eher dabei. Ein bisschen mehr Werft drin. Mit Akustik, also mit Akustikgitarre und einer Person, die dann dazu so leise ein bisschen singt, das war nie was von mir. Ach, wiederum. Ach Leute, dass ihr das Opfer tut. Haut die Gitarre ja einfach. Sieht das so? Ah, keine Gitarre spielen. Das ist super. Yeah, I like it. Stand unshaken, oh me.
Kontrast zu Pull My Devil Trigger. Es gibt ein Bild mit Sonic Fox und Reggie, hat Kapoxy gepostet. Das ist die größte Neuigkeit bisher. Das ist sehr wichtig für die Welt. Das ist das Lied. Ich hoffe, ich bete dafür, dass Reggie den Fuchskopf aufhat. Aus wie Emilia Clarke. Jetzt nicht, aber gerade noch einen Schuss, der aus wie Emilia Clarke. Weiß nicht mehr, so überhaupt gar nicht. Das war gut. Ja, finde ich super cool, dass solche Einlagen hier eingestreut werden, dass diese Show. Immer noch kein Five-Man aber gesehen. Weil das war ja früher das Problem, muss man ja. Und das hat halt nicht geklappt. Und hier gibt es diese sehr bewussten Ruhephasen zwischen. Und ich denke, wir haben es besser gemacht, als wir es je gemacht haben. Also, danke so much, guys, für das. Right now, let's take a trip back to Hawkins, Indiana. We gotta do this? Let's engage. Die Arden? Oder Stranger Things? Was war für drei? Es gibt ein VR-Ding, was da mal okay. An so Teaser wurde gesprochen. You should go. It's almost here. Abort! Abort! Du hast doch nichts von gesehen. Stranger Things. Aber was würdet ihr denn mögen? Dani hat schon gesehen. Please welcome the creators of the Netflix streaming phenomenon Stranger Things, Matt and Ross Duffer. Oh. Thank you, guys. It is very cool to be here. We were, 6 years old when we received this brand new system called Nintendo for Christmas, and we've been gaming ever since. We think this has been a particularly incredible year for games, which is kind of unfortunate for Netflix, because playing your games has probably delayed a release by at least, a month at least, for sure. But I mean, Red Dead, God of War, Astro Bot, I mean, come Minecraft on, story mode incredible. Netflix. Anyway, we're glad we could be here tonight to announce a new Stranger Things video game an, from Netflix and Bonus XP. Weird. It's it follows the events of Season 3 with a few surprises of its own, and you can play co-op on Xbox, Switch, and PC. Ooh. And we've also made a big graphical leap this year. We're up to 16 bits, so watch out, Rockstar. All right, let's take a look. Kein VR-Ding. Ist das dann so Scott Pilgrim-Style? Das würde sich sehr eignen. Serienversoftung? Nee, ist Survival. Oh, wie cool! Mit der Musik mit Rollen. Aber die müsste doch auch in 16-Bit sein. Vor allem, die sieht man schon, wer nach Staffel 3 das überlebt. Gib dem doch keinen Kontext, Robin. Der hat er doch gerade gesagt. Das spielt nach Staffel 3. Ja, aber dann muss man es doch nicht nochmal extra sagen. Was? Für die Leute, die vielleicht nicht so sehr aufpassen. Okay. Auch nicht so überraschend, dass die Hauptcharaktere dieser Serie noch leben nach der nächsten Staffel. Das sieht super weird und cool aus. Das ist aber sehr eigenartig. Also, ich fand das jetzt nicht sonderlich eindrucksvoll, ehrlich gesagt. Man hat noch nichts von der dritten Staffel von Stranger Things gesehen. Das ist das, was mich gerade verwirrt. Okay. Dass sie gerade zuerst das Game zur Staffel 3 zeigen, ohne dass wir Footage zur Staffel 3 überhaupt gesehen haben, weißt du? Ich glaube, das ist bei Bonus XP. Kenn ich auch nicht. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das Logo Stranger Things 3 sehe. Es sei denn, sie gehen die dann an Ron Pahoot und machen das nur als 16-Bit Videospiel. Und dann ist das nächste nicht das Stranger Things Staffel. Oh, Mortal Kombat. Aber er präsentiert etwas, oder? Ja, Mortal Kombat 11 ist aber auch drauf. Thank you.
It's great to be back here at the Game Awards. It's my honor tonight to present the award for Best Sports or Racing Game. Let's check out the nominees. Best Sports Racing Sports Game. Sports or Racing Game, finde ich irgendwie schön. Ja, Forza, ne? Also das muss Forza. Oh, das ist ja super. Gut, ja. Nobody cares jetzt, about sports. Wie sie jetzt wortwörtlich die Awards abgebrochen haben, ja, für eine Spielankündigung. Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung. Ah, Mortal Kombat. Wie mega beleidigend das für diese Kategorie ist. Eigentlich schon, das ja. Geht eigentlich nicht. Also ich finde auch lustig und gut, aber es ist auch sehr respektlos. Aber respektlos wäre es, wenn die Kategorie danach auch nicht nochmal kommt. Jetzt sind wir weg. Ja, halt auch so eine Ankündigung zu zerstören für die Ankündigung, so ein Award zu zerstören. Ja, ich glaube, die meisten Entwickler würden tatsächlich sagen, ich finde das lustig, macht mal, sure. Aber es ist schon sehr weird. You gon' get a bullet in your lung for that. Stupid. Draco get the cooking like loose chain. F and N on me in the moose sign. Glock 19 in the blue flame. I was strapped when I stood inside your boot chain. 21 immortal. Ich mag das. Ninja ist fest in Blue, dass man da sieht. Also das ist so richtig klasse. So over the top 3 CG-Film. Also das sind so Film, die kann ich jetzt gut darstellen. Hier ist aber alles CG. Wie halt, ich weiß, deswegen passt ja auch hier. Und bei sowas wie Ninja ist fest, passt das nicht ganz so gut. Oder 300, weißt du? Wo es ja physisch auch passt. Hat sich in der Finger durchgebrochen. Nice. Und noch halten sie sich zurück. Ja, jetzt wird der Kopf explodieren. Die Werbung kenne ich, wo der Kopf explodiert von dem Typen. Diese Musik, Alter. Das ist weird, ne? Go, hat er gesagt. Oh, Classic Scorpion. Ich verstehe nicht, wie das physikalisch funktioniert, dass die Wirbelsäule. Ja, ja. Weil die nicht so einfach verbrannt wird. Ich? Ja, du. Ich verklage euch. Vollkommen zwei. Ja. Obvious joke. April, holy shit. Gar nicht so weit weg. What? Story Teaser. Wahrscheinlich. Sollte das ein Hourglass sein oder so? Mhm. Sorry about that. I think they played the wrong video. Actually, here are the real nominees for Best Sports or Racing Game. Best Sports Injustice 3. Also, das muss man vorzeigen. Das war so, es ist so überragend. Das ist süß. Ja. Das Mario Tennis Aces bei Sports and Racing. Hast du wahrscheinlich NBA gewinnen, das ist auch, wird auch immer sehr gut. Aber NBA hat dieses furchtbare Monetarisierungsding. Nee, ich glaube, es wird Forza, oder? Wäre das Mainstream. And the Game Award goes to Forza Horizon 4. Nice. Hits us! Nein, wir können auch noch Games kommen. Teil 3. Very cool. Very cool. Wow, Ed Boon. Give it up for Ed. What a visionary legend. Das ist Aaron Greenberg. Stimmt. Da habe ich nicht mit dem geredet. Zu dem Vorzeichen jemand, der ähnlich aussieht, ja. So many people working on the Xbox PR-Dude, der oft auch viel zu große Dinge verspricht und auf Twitter... Horizon game. Millions of people have played it, both by buying the game and playing it in Game Pass. Weird, dass das einer von Xbox annimmt und keiner von Playground Games. The team is working really hard, as you saw. We have a whole new update with Fortune Island coming on December 13th, and we're just getting started. So thank you. Playground nicht. Wir sind ja in aber da kann auch schon mal jemand vorbeikommen. Das ist aber dann auch ein PRler an. Ticket sparen. Das ist dann halt ein PRler an, dem finde ich irgendwie. Oh, Quad. Ja, diesen Publisher von Psychonauts 2. Okay.
Ich hoffe, das passt. Das sieht so gut aus, dieses Spiel. Holy shit, Leute. A gifted psychic. Don't forget my canoeing badge. It was a big pain in the neck. But somebody messed up and let him into the Psychonauts. That was you, Agent Crawler. This 10-year-old circus runaway was somehow allowed to join an international group of psychic super spies. And now he's headed to our main headquarters. Right into the Mother Lobe. Man, you guys really like puns. But he better wise up. This is no summer camp. The Mother Lobe has its own way of doing things. Its own way of protecting itself from outsiders. Its fair share of dangerous, hidden secrets. If they ever got out, things would never be the same again for the Sacred. For your friends. For your family. Sein Zirkus. For you. Das ist ein Heimatzirkus. There are doors that should never be opened. Not all minds are safe to read. Some brains are better off. Oh Gott, er wird zum Bösewicht. Don't worry. I won't do anything crazy. Oh, das ist ja der erste so richtige Trailer. Well, whatever you do, just leave me out of it. Ooh, is that honey pepper more bacon? I love it. Also, es gibt halt auf dem Double Fan Channel. Ja, das ist die Gypsy, die sie verflucht hat mit dem Wasser. Wie cool. Gibt's halt so ein Video, wo sie in so einer Gegend rumlaufen tatsächlich. In einer richtigen Spiel, die es im Spiel gibt, unter Plattform. Und das sieht überragend aus. I'm now joined by Phil Spencer, the head of Xbox. We saw you at the top of the show. With your new buddies, Reggie and... Or your longtime buddies, Reggie and Phil, right? Yeah, no, really. Sean. You deserve credit for putting that moment together so with Reggie, Sean, and I. You pushed to make that happen. I think it's great to show the industry coming together. And Jeff did that, so congrats on that. It was awesome. Thank you, Phil. I appreciate you being part of it. I think it's so important to have all of us here. We just love games, as you said, and we're here to celebrate. So let's talk about Xbox, though. It's been a big year for Xbox. You just had XO18 in Mexico City. How's 18 been going for you guys? Yeah, we had a pretty good year. We can do better. We had a pretty good year. Okay. Added some studios, shipped some good games, Sea of Thieves, we're doing better. So. Forza Horizon was great to see Forza Horizon 4 win an award. Die machen gerade unglaublich viel Kohle, wirklich. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ja, man wirklich, also mehr Geld mit Xbox gerade als jemals zuvor. Das ist also mehr als für Kinect-Zeit. Ja, die hatten das beste Jahr jetzt. Yeah, I mean, we have a long relationship with Studio Wildcard. They were one of our earlier game preview teams. Game Preview really helps developers, always trying to build programs to help developers, our ID at Xbox program, Game Pass, I mean, all these things just to help developers reach as many gamers as possible. Speaking of Game Pass, let's talk about that. What can you tell us about Game Pass? Seems like everything's coming to Game Pass. We had Mutant Year Zero, people playing that game this week, launched into Game Pass. We had Ashen launching right now into Game Pass, which is incredible. People going to go play that game below next week. Kingdoms 2 Crowns next week. All of those in Game Pass. All part of Winter Arcade. We mentioned bringing Winter Arcade back. It's great to have all those games coming and launching both for sale and in a Game Pass. Get as many players as you can. I love you guys supporting the smaller studios. Same thing with me here at the awards. You want the big games and the small games, and that's what makes this industry so. 10 Milliarden hat jetzt Xbox 2018 gemacht. I know. Congratulations, 2019, obviously, lots of big stuff coming from you guys. What can you tell us about 2019? Yeah, we got Crackdown 3. We're going to be launching that. We've got Gears 5, which would just be incredible. One of my favorite franchises that's come out this generation for us, Ori. Seeing the next Ori come out, you know, it's going to be back here at E3, which will be incredible right here in this theater. I mean, it's going to be 2019. This year was an awesome year for gamers, and I look at next year, and I think it's just lined up to be yet another better year. All right, and also we should talk about Devil May Cry. We saw the performance of Devil Trigger. So, you announced that here in this theater at E3, right? We did. They have the Microsoft partnership. The game, and people don't know Devil May Cry to be launching their beta tomorrow on Xbox, so people can go out and play. Devil May Cry on Xbox tomorrow, so people can go give that a try and just see that crazy engine with that game. It's going to be great. All right, and that's coming first to Xbox, right? The demo? First on Xbox, that's right. All right, we'll check it out, Devil May Cry 5. Phil, great to have you here at the Game Awards. We hope to have you here every year, along with everyone in the industry. And right now, let's take a look
at some brand new stuff from Devil May Cry. Ja, das ist der Wii-Gameplay-Trailer, der schon geleakt ist, aber ich habe ihn noch nicht angeguckt. Ja, auch nicht. Der dritte Charakter. Das wird viel zu leise. Ja, die Abmischung bei Microsoft ist leider nicht so gut. Bei Microsoft? Bei... ja, weil es halt gerade mit Microsoft in Verbindung war. Bei der hat ja ein Buch, der kämpft mit einem Buch. Das in jedem Trailer, die Musik spielt es allerdings auch so ein bisschen. Ja, klar. Memes, Tom, Memes. Ich finde sie super, aber. Memes. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect and we need your help, Dante. Dass der aber auch weiße Haare bekommt in seiner Kampfform, ist verwirrend. Okay, man hat jetzt nicht so viel gesehen. Naja, sie hatten ja den anderen Song, den ich glaube, es war der Dante-Kampf-Song, wo dann ja der Sänger von der Band mit Missbrauchsvorwürfen. Ja, ja, ja. Aber sie haben jetzt ja gestern sofort angekündigt. Davon. Ja, sie haben gestern angekündigt tatsächlich, dass also der Typ wurde auch aus der Band rausgeworfen. Sie nehmen die das nochmal neu auf, das Lied mit den neuen Vocals. Vielleicht hätten sie das genommen, aber es war noch nicht fertig. Jetzt Uganda-Spiele machen. Ah, wie geil! One day I asked my mom to buy for me a computer. She saved that money for almost 3 years. It was like that moment that just turned everything, like everything is possible for me. 73% of the population in South Sudan is under the age of 30. They are born in war, they were raised up in war. So their mindset and attitude is all about war. I decided to teach myself programming so that I can make game for peace. I made a game called Salam. Salam is an Arabic word that means peace. So what you do as a player, you have to stop the bomb from destroying the communities and, you know, people start playing the game and the refugee come and bringing the people. Oder geleakte Devil May Cry 5 Trailer mit wie 4 Minuten lang. Also dann war das kein geleakter Trailer, sondern das war das einfach ein releaseder Trailer. Das ist einfach die abgekürzte Version. Weil das kurz davon gesehen habe, sah sehr cool aus. Das ist ja auch das ist ja keine World Premiere mehr, das ist ja der Creative Mode, der tatsächlich geleakt. Achso. Oder ein bisschen Minecraft-esk, mit eigenen Sachen, die man erstellt. The Game Awards will be right back. Smash Bros. 3 da. Weiß nicht. Nein, das kommt. Super gutes Spiel, Leute. Viel besser als die Trailer so vermutet hätten lassen. Ich habe einen Knopf freigeschaltet, womit ich Gewitter anmachen kann. Den Gewitter-Off-Knopf. Was mich aber sehr traurig gemacht hat, ich habe jetzt gesehen, es gibt in der Pre-Order und Deluxe-Edition gibt es einen Wingsuit, der Waffen hat, Raketen und Fusion-Set. Und sonst und kriegt man so nicht im Spiel. Ich finde das ein Desaster, weil das klingt wie etwas, was das Spiel nochmal 10% instant besser macht. Und wenn man den danach kaufen will, kostet das 12 Euro. Da ist dann das drin und so ein Jet, der noch cooler ist als normaler Jet. Das ist ein zu relevantes Game-Update, als dass man das... Weil das war, ich weiß, das war in Just Cause 3 auch einer der DLCs. Also der kostenpflichtigen DLCs. Das war eines der Items, die man dadurch bekommen hat. Das gleiche, oder was? Nee, also die DLCs meine ich jetzt, die dann wirklich auch Stories hatten und so. Da war eine der Sachen, die man dadurch freischaltet, war dieses Battle-Recognize-Ding. Da kann ich den Classic nicht kaufen, weil alles an diesem Gerät... ein Desaster. Außer diese Werbung hier. Außer diese Werbung, das stimmt. Ja, wie cool. Da wurde eindeutig mehr Zeit reingesteckt als in die PlayStation Classic. Ja, wirklich, weil wie cool ist das denn immer? Man kann da wenn man eine bestimmte Tastatur in die PlayStation Classic ja, reinsteckt, kann man Escape drücken und dann kriegt man das Debug-Ding, was man auch am PC mit diesem Emulator bekommen würde. Ja, und kriegt man mehr Optionen. Und bekommt die, kann die Optionen machen, die vorher fehlten. So, what? So lustig. Sony, ey. As demonstrated tonight, games require hundreds of elements from music and art to acting, writing, programming, and design. Great direction is evident when the work of hundreds somehow combines into a unified to be. Ja, stimmt. Here are the nominees for best game direction. So, da war, glaube ich, auch Detroit. Game Direction. Da kann ich finde super The Way Out da nominiert. Also, ich würde natürlich nicht gewinnen, aber ich natürlich bei Dead Redemption 2 gewinnen, bei Game Direction. Ach, ohne Frage. Du hast recht. Oh, ich meine nicht, dass. Also, ich will es dem Spiel gar nicht absprechen, es ist halt nur so ein bisschen langweilig. Man merkt halt auch ein bisschen, dass es halt. Ja, es ist halt Red Dead Redemption. Und bei Art Direction wäre es zu unpassend gewesen.
Naja, also ganz so will ich es nicht darauf abschreiben, weil es gibt halt schon echt, also ich krieg's zumindest bei Easy Allies zum Beispiel mit, wie die Leute da fast, also ich glaube, keiner von denen findet das Spiel nicht groß an. Hm. We don't want to kill any of you. Aber das wird auch Reddit. Da hätte ich jetzt auch drauf getippt, unabhängig von deiner Wahrsagung vorhin. Ja. God of War hat auch noch einen Preis gewonnen, auch wenn das jetzt nicht mein Ding war. Direction kann ich sehen. Aber es wird Reddit. God of War. Yeah! Was? Scheinbar nicht. Das war den Corey nochmal sehen tonight, auf der Bühne. God of War also wins for best action adventure game. Kommen wir jetzt zu. Ja, One-Shot hat sich gelohnt. Corey Kuhn. Alter, guck mal, wie unglaublich gemütlich und schick dieses Outfit gleichzeitig aussieht. Mhm. Wow. Alright. Das freut mich sehr. Da hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, also ich hab's ja gesagt. Son of a bitch. I said I'm not gonna cry tonight. Alright, first I want to thank Sony for the support and faith you foolishly placed in me and our great team over at Santa Monica, to my amazing wife. And my son Hilo, my inspirations throughout all of this, to the unbelievable team that I've been blessed with at Santa Monica, every human being who put so much of themselves. Hätte auf seine Verteidigung von Crunch verzichten können. Please wrap it up. Into this game, I am ja, der hat ein nicht so gutes Interview gehabt, wo es halt sehr auf dieses, ja, die machen das ja freiwillig, weil Leidenschaft. Und das ist halt nötig für große Kunst. Wenn man halt ein Spiel macht, wo es um väterliche Liebe und generell eine Beziehung zwischen Kind und Vater gibt, ist das dann besonders kritisch. 2018 has been an absolutely bananas year for games. We are all lucky that every creator out there, every creator in this audience, every creator out there in the world is absolutely crushing it, motivating me and everybody else to work even harder, but it wouldn't even be worth it or even, we wouldn't be driven without all of the fans out there, without all the people who love games. Work harder, boy. All throughout the industry, we have an amazing community, and there is so much more that unites us than divides us. So thank you, everybody. Das ist auch anscheinend eine Entwicklerin von Celeste, diesen Award präsentiert, ist so gut. Das ist bestimmt irgendein GameSpot. GameStop. GameStop-Spot oder so. Es wirkt sowas wie Angebote. Weihnachten. Ja, wenn so Stop-Motion kam, kriegt man nicht viel zu lange. Nee, das aber siehst du, wir haben dich gut trainiert. Bei Piñatas denkst du nicht mehr automatisch an Viva Piñata. Sondern es ist inzwischen ersetzt worden. Wie du den Dolch in meinem Herzen nimmst und einmal so mich durchrührst. Aber ich finde, das sieht ja genauso aus wie das, was man da vorher bei den Spielen gesehen hat, wo ich dachte, das ist Fortnite, oder? Für diesen Artstyle, den haben gerade sehr viele Spiele. Also ja, von so rein, dass es halt so ein Comic-Stil ist, aber das andere hatte eine gewisse Kohärenz. Fortnite ist ja so viel, dass zusammenkommt. Das ist ja auch okay. Donald, welcome to the show. Congratulations on such an insane year. Oh, thank you. It's been an insane, crazy year. And we're just humbled and grateful for all the players everywhere for playing Fortnite and for helping us build the game with them. Well, you guys, I know it's an ongoing game as you guys are a nominee tonight. So season 7 started this morning. What can you tell us early about season 7? So season 7, as you saw in the trailer, a big mysterious iceberg has crashed with the island. And it's brought with it airplanes and zip lines and a whole bunch of other surprises that
players will be uncovering in the weeks to come. And you also announced the creative mode, right? Yes. Fortnite Creative is launching on December 13th. Haben wir einen Delay, so Leute? Fortnite Creative is a mode, a brand new mode, wir haben ja where hier everyone keins. Will be given their own private island, where you can design your own games. Okay. Und die Leute im Chat gerade irgendwas vom Delay schreiben. Hat doch nur einer geschrieben, oder? Nee, ich schreibe nicht mehr. Ja, aber dann verpassen wir doch was dann, wenn du das jetzt aktualisierst. Ist doch nicht schlimm, wenn wir ein Delay haben. Our goal is to let you build your own Fortnite. Wow. Now, it's rough. It's, this is early. It's early, so early. Wir gleichzeitig erscheinen, wie das vom Fernsehen right now, so if you want to get into it right this second, go pick up a battle pass and you can join in right now in this. Also bei mir klingt alles normal, oder meint ihr? Weil nee, ich dachte, jetzt ist ein Audio-Video-Delay. Dass diese Awardshow schon ein paar bisschen weiter ist eigentlich. Ach so, das meint sie. Already millions of people building crazy, crazy stuff. And we suspected that might die Awardshow ist eigentlich schon eine Stunde vorbei. And the map is kind of crowded and on the island. Sorry, and we figured ja, we'd clear out a little space to make room for some stuff. So okay. Let's, should let's watch we head, head over to the game now? See what's happening in the Fortnite world. That's right. Check this out. Joffa gerade so, check this out. Das war so ein bisschen so, I don't play this game, I don't know what this is. Wie viel Fortnite wir gesehen haben, einfach durch die ganzen E-Sport Awards. Ja, das stimmt. Fortnite ist halt, man kann kaum sich vorstellen, was für ein großes Ding Fortnite ist. Es ist ein deutlich besser monetarisiertes und, durch konstante Updates und Geld dahinter in der Popkultur bestehendes Minecraft. Ja. Also Epic machen das ja richtig smart. But now the that block literally just happened in the game, right, Donald? So what you just saw what? Was the emergence of the block. Ein Block so ist in der Welt gelandet. A new space. Literally ein Block. Ich finde aber die Sachen super cool, dass sie auch das machen mit dem, dass da so ein Cracker scheint in der Luft und das passiert bei allen und entweder du warst halt da und hast es gesehen oder es ist dann einfach da. Das ist smart. Einfach smart. All pick it together. Okay. And so there's going to be new stuff coming there all the time and we think this is going to be an incredible way for us to all continue to build this game together. All right, so the block, if I load a Fortnite right now, I'd see the block? Yeah, the risky reels is gone. Goodbye, Risky Reels. The block is there, but don't, you know, don't. I'm a big movie fan. There, okay. We will find a way. Wir eines der Assets aus dem Spiel einfach irgendwo in der Wüste ausgesetzt haben, diesen Fotograf gefunden hat. All right. Well, the block, creative mode. Donald, thanks so much. Sind ja durch auch so ein Event sind halt Sachen aus der Spielwelt verschwunden. Und auch eines davon war so ein riesen Maskottchen oder irgendein Fastfood-Ding oder so. Das haben sie halt in echt nachgebaut, so riesig und irgendwo in der Wüste gelegt. Und ein Fotograf, der halt einfach dann da durchgereist ist, der auch nichts mit Freunden zu tun hat, der aber nicht wusste, was das ist, das hat er halt gefunden. Ist das dann echt oder ein PR? Soweit ich weiß, war das ein echter Fotograf, der das zufällig gefunden hat. Das ist den Übergang nicht, das ist Rage, oder? Weiß ich nicht. Ja. Das habe ich ja gespielt und es war halt großartig. Es hat sich original angefühlt halt wie Doom. Mit Superkräften. Und ich hatte halt 17.000 Granaten und etwas Munition und ich hoffe, das behalten sie auch so im Spiel bei. Und das war amazing. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit dem Autofahren und so. Weil, wenn ich mir gucke, wie es sich auch so vor dem Just Cause anfühlt, wie skeptisch. Aber das Ballern hat sich hervorragend angefühlt. Ach, das an. Wie sich das Autofahren angeführt hat in Rage wiederum, war okay. Es hat halt nur keinen Sinn in der Spielstruktur. Was wird das Avalanche gemacht? Das wird halt das ja, aber It arbeitet ja mit. It arbeitet mit. Ha. War das schon Release? Ich glaube, es hatte schon Release, aber ich habe ihn. Ja, der Leak-Spot so offensichtlich gelb gemacht, ne? Der war schon Release. Die Musik ist ein bisschen Accounting Plus in Musikform. Das ist wahrscheinlich auch der YouTube. Das sind dann die Outcasts. Ist der einfach so ein Schild hinstellt. Da freue ich mich sehr drauf. Aber auch sehr anstrengend. Vor allem um die Uhrzeit. Cool. Up next,
The Russo Brothers present Best Ongoing Game. Ob da wohl Fortnite gewinnt? The Game Awards Orchestra celebrates the nominees for Game of the Year. Who will win? Will it be Red Dead Redemption 2? Geht eher 3 statt 2 Stunden. Will another game take home the crown? It's all coming up. Im letzten Werbeblock gab es kein Smash. So anti-Vape. Fact! Das ist natürlich so scheiße. Ja. Danger, der Herzen gehen weg. Ich Wikipedia mal, was Videospiele sind. Ja, ja. Und basierend auf den ersten so. 3 Bildersuchergebnissen baue ich meine Werbung. Critics agree that Final Fantasy XIV Online rises above expectations. Boah, seit ein paar Monaten habe ich so, ich muss endlich weiterspielen. Ich habe keine Zeit bisher gehabt. A world that grows beyond imagination. With awe-inspiring lands to seek. Awe-inspiring lands und wir zeigen dem Team. Erst ein sehr komische Footage, weil das Spiel sieht eigentlich deutlich besser aus, als was man hier gerade sieht. That music though. Final Fantasy XIV Online continues to astound players worldwide. I still love this game. War das der Final Fantasy 6 böse? Ja, es war einfach Kefka. Live your story. Fight your way. Final Fantasy. Das war mal Final Fantasy 14 Original, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Play for free now. 14 Millionen? Achso, die sich jemals angemeldet haben wahrscheinlich. Ach hier. Weil 14 Millionen wäre mehr als WoW. Weil das ist immer so bei 10. Ja. Aber es sind halt insgesamt die angemeldeten sehr wahrscheinlich. Super Smash Brothers Ultimate! Coming soon, very, very soon! The Ultimate Showdown is about to begin! And the winner is... Everyone! This is weird. Yay, PUBG Mobile! Das soll ja auf Mobile echt gut funktionieren. Oder besser als Fortnite. Ich habe so beides, also Mobile. Ja, aber Fortnite ist doch eigentlich, war das nicht eine gute Mobile-Version? Also, es sollen beides gut sein, aber ich habe Leute irgendwie echt zufrieden über PUBG reden hören. Also alles nur dritte Hand, weil ich selbst beide natürlich gespielt habe. Ich bin ja nicht verrückt. All diese Werbeclips so nach Identität panisch suchen, ne? Weil nichts von all den Netzwerken. Ja, das hat Fortnite so viel dankbarer für, weil es hat halt einen Stil. Es gibt so einen Trailer, haben sich nämlich auch bei Easy Allies darüber lustig gemacht, zu PUBG mit Harley Quinn und Joker aus Suicide Squad. Okay. Und die Charaktere sind so hässlich aus und der Trailer ist so scheiße. Ja, das sind halt so Skins. If you think you have what it takes, download the game right now. It's free. The only thing you have to lose is bragging rights. Ist was? Bragging rights. Ach. Was ein scheiß Werbespruch. Ich so lustig gewesen, wenn Kyle für diesen einen Satz schon kurz da gewesen wäre. The only thing you have to lose. Er arbeitet, also Kyle Bossmann arbeitet behind the scenes wieder irgendwie dran mit, hat er gesagt, aber hat er nicht gesagt, was er macht. Oder wenn er noch nicht sieht. Beim ersten Mal schon gehört. Please welcome the directing duo behind Avengers Infinity War, Joe and Anthony Russo. We made millions of children cry. Das ist der Boy. Hello. My brother and I are thrilled to be here tonight to hand out the award for the best ongoing game. This award is for those games that continue to get better and better after their initial release. Gesicht ist sich ähnlich, new adventures and experiences for their fans. Ja, genau. Originally there were 10 nominees in this category, but then es ist so, als ob der linke Bruder den rechten Bruder ständig gebullied hätte. Also nicht gebullied, sondern eher Bruder. Sorry. Best ongoing game.
größte Überraschung. Es gibt ja Red Dead Online, meinst du, bringst du mit rein? Und das hätte so verdient. Also es ist nicht Best Game vielleicht, aber es ist so Hammer, was sie gemacht haben. Hm. Auf Open World kann ich auch. Ja, das ist doch nicht so gut. Mhm. Das ist nicht der erste CG-Trailer hier? Mhm. Auch witzig, sehr witzig daraus was zu zeigen. Ich spiel das alles nicht, von daher. Aber es muss erst mit fortgehen. And the Game Award goes to. Fortnite. Schiepel! Alle Journalisten sind Schiepel! Fortnite also wins for best multiplayer game. Das finde ich so lustig. Übrigens, ebenfalls gewonnen für Multiplayer-Game. Und die Nominierten für Multiplayer-Game sind die gleichen Nominierten. Egal. Aber sind es nicht exakt die gleichen Nominierten beim Multiplayer? Und das war gerade Fortnite, Rainbow Six, Overwatch. Ja, wahrscheinlich. Obwohl, ja, Destiny wird da bestimmt auch sein. Nur so much, keinen. All of us, right? Nee, es werden halt Spiele sein, die wirklich in diesem Jahr... For everything you guys have done. Weiß ich nicht. I don't know. Bei Fortnite? I don't know. I represent just the teeniest portion of... A team that just works so hard every day. Der heißt einfach Donald Senf. I like it. There's just Knight. So many people pouring Knight? Their souls, their talent, their time wie Knight. Into Knight? Trying every day. Ach so, ich hatte das englische Wort. Nein, ich wusste nicht, ob du Nacht oder Ritter meinst. Ich bin nicht auf das deutsche Wort Knight gekommen. That's our mission. How can we just bring joy and delight? Also ja, korrekt. Robin Senf wäre ein guter Name für mich. And we're just so grateful. We're so grateful for all the people who have als rede um die Leute, die die Show machen und Werbung machen, sind ja nicht die Leute, die für die Awards voten. And with us help make the game better. This has been an extremely humbling year for us at Epic, as we have really learned and tried to just do something that felt wonderful to us. And we're just so glad that there's so many of you that that agree with us and that are playing the game with us. So I imagine that ich komme über dieses Hartfeld nicht so ganz. The reason why you are in the game industry, das passt für mich nicht zu Fortnite, ein Produkt, was extrem aus herausgewachsen ist, zu lass mal das machen, weil es erfolgreich ist. Also in der laufenden Entwicklung finde ich, sieht man es schon, weil sie wirklich Ideen haben, wie man ein Spiel there's something over the während horizon, gerade Leute das Spielen right? weiterentwickeln. Wobei es, also, aber entwickeln die das Spiel weiter oder sind es halt cool aussehende Events, die mit dem Spiel nichts zu tun haben? Nee, ich finde das... Weil es sind ja eher neue Skins und Waffen, die so drin, ne? Nee, diese Thanos-Nummer, da hast du Thanos gespielt, der eine spezielle Fähigkeit hatte und den nur einer war. Ja, das stimmt. I'm so grateful for it. Thank you guys so much. Aber die Herkunft von Fortnite ist ja, oh, guck mal, PUBG ist riesig. Genau, lass mal schnell das Fortnite, das eigentlich ein ganz anderes Spiel ist, ummodeln. Komm ich so ganz drüber hinweg. There are still lots of amazing moments coming. Aber dann habe ich den Black Ops Mode in Black Ops Mode in Black Ops 4 gesehen und dann, es könnte auch viel schlimmer sein, dass einfach etwas kopiert ist. What's going on? Okay. Kurz gehofft. Hätte ich das schon mal zugetraut, dass das erste Mal, dass ich nicht dachte, dass es geplant oder bin ich sicher war. Huch, fuck. DLC? Was, Switch? 5.2? Kommst du auf irgendeine andere Plattform? Switch kann sehr gut sein. Why is he there? There's only one thing the Phantom Thieves of Heart specialize in. He's there to steal a treasure. Have you already sent a calling card? 5.2 wäre so lustig. We're not the ones sending a card this time. Und für mich tragisch, aber auch lustig. Gut. Invited to steal the greatest treasure of all. Switch? What? Smash! Oh, wow. Is this the real? Ich denke, das waren alle, die sie einfach jetzt zweimal schon gelogen haben mit allen Charakteren. Nein, das sind doch die Season Pass Charaktere. Ach, okay. Das ist doch nicht gelogen. Okay. What? Das ist schon draußen, das Spiel. Also wer dann? Einfach er? Ja. Joker. Phantom Thief. Wie heißt er? Ist ein Kanon-Name nochmal? So ein Kanon-Name? Ja, das ist der Schicksal in Dancing. In Dancing hat er auch einen. In dem Anime halt. Wie cool, Persona in Smash!
Da hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Wow! Joker. Ja, nee, hattest du auch recht. Hast du ja gerade gesagt. Cool. Very red. Alter, und dann die Musik von Persona 5 geremixed in Smash. Ja, die Musik ist sehr gut. Ha, das ist eine Überraschung. Viele Plätze da mehr. Auch schön, schön gemacht mit dem Licht aus, wegen den Phantom Thieves. Quite the surprise. So, all right, so Super Smash Brothers coming out tonight, but it looks like, I know, great choice of shirt here, Reggie. The internet is going crazy. The announcement of Joker Persona 5 coming to Smash Brothers. Everyone's in this game. Everyone's in this Akira game. Akira Kurosu right? schreibt so we've said that Super Smash Brothers Ultimate, it is the biggest crossover in video game history. Nee, das ist nicht der, das ist nicht der Kanonname, der hat einen anderen. Man dachte zuerst, er hat einen Namen, der hat eigentlich einen anderen. So, weil meiner, ich habe meinen Akira genannt, deswegen, so, yes, aber der heißt nicht so. You know, the game's about to launch. We're super excited. We're super excited to give the fans the opportunity to summon a persona yes. into the game. Amazing. All right. So you said Challenger Pack 1. So these are the DLC fighters that will come out? Correct. Next year? Yeah. And so this gives you a flavor of how we're approaching the DLC. So the DLC, there's going to be 5 characters. Each character will come with a stage. It'll come with a collection of music. 5, 4, 3, These are going to be characters that are new to the series, just like Joker from Persona 5. Ren Amamiya. Danke, Dopsy, genau, das war's. To be in Super Smash Brothers Ultimate. We're super excited about this. Yes. The fans can go and they could get the Fighter's Pass to get all of the 5 fighters that'll also be coming to the series. Also heißt er auch in Persona 5 Dancing, also das ist der excited. Offizielle Name. Well, I would think you'd be even more excited because tonight Smash is about to launch, right? Smash is about to launch. Yes. And bei denen ist einfach noch nicht 0 Uhr, deswegen sagen sie immer, it's about to launch. To be here versus you've been here every year for us, Reggie. Making sure everything's going great for the launch. So yeah, we're super excited. Smash is just minutes away. Yes. And it's going to be fantastic. All right, well, Reggie, you've been here every year for us for the Game Awards. Really appreciate it. And before we go, maybe we should head to the stage for the Game Awards Orchestra. A little something for Super Smash Brothers. Reggie, yeah, that's the lyric song. Oh, yeah. Wo wir so aus allen Wolken gefallen sind und dann losging. Live performance. Das Orchester ist so gut. Donkey Konga. Sollte einfach die gleiche Sängerin sein wie bei. Ah ne, ist nicht die Sängerin, ist die Version mit der Sängerin, okay. Das war so weird. Das ist wirklich super komisch mit Gesang. Fortnite in Smash, ja. Da war ich ja ein bisschen Angst, ne? Nee, ich glaube ich nicht. Obwohl, Ninja ist... Ninja, einfach Twitch-Streamer in Smash. Oh boy, das wär's, Alter. The Darkest Universe. Ja, H3, everyone is here. Da freue ich mich auf, dass dann jetzt weiter zu spielen. Schauen wir mal, immer Bert. Ist das gesetzlich geregelt vielleicht? Also zumindest diese Show gibt mir lässt mich das vermuten. Irgendwas mit Undying Light. Hätte man nochmal den Sprecher einspielen müssen. Super Smash Brothers! Gibt's einen Trope-Namen für tanzende Geigenspielerinnen? Wurde das in den letzten 5 Jahren eingeführt? Big score. We got enough money to leave. What do you think? Ich bin der Trailer zum Game of the Year. Yeah. Weil Valve hat World Premiere davor, deswegen wird's tatsächlich auch noch ein Trailer nochmal gespielt. I wish things were different. Chat ist weg. Chat ist wieder da. Trust me, Arthur.
just one Donkey Kong. John Marston in Smash. Just you wait. I don't want to kill all these slow Dutch. Was ein realistisch gerenderter Typ. Einfach sein großer, wie heißt der finale Move nochmal? Ultimate Smash Move. Da der ihm die Pistole an den Kopf setzt, abdrückt und einfach so ehrlich und realistisch und dann heute der Kind den. Ja. So Pikachu. Das war sehr realistisch. Sieht den Missfeller. Ja, bei Pikachu wird so gemacht, ja, richtig. Stimmt, der nimmt den, oh Gott. Aber bei Donkey Kong wird er dann halt so erstmal. Oder beim, beim Pokémon-Trainer auch, der wird halt ein bisschen ausführlicher, ja. So. Das habe ich ja, ne? Diablo 3. Ich habe mir einen Hardcore-Necromancer gemacht. Und ich mag total Hardcore-Charaktere zu spielen, weil ich den Thrill sehr mag. Und tatsächlich Level 69, ein Drittel vom Maximallevel, gestorben mit meinem Necromancer. Ach, dann wird's gelöscht, ne? Dann war er gelöscht, ja. Also es gibt immer noch so einen Memorial-Charakter-Screen, aber das Höchste, was ich jemals in Diablo 3 war, war irgendwie Level 51, glaube ich. Habe ich letztens nochmal gesehen, dass ich mal reingeschossen habe. Really ja, genau, ich bin ganz am Anfang vom Add-on irgendwo. Ach so. When I heard the first time the jungle in Daldia was, I was we're all conditioned to look at a 2D image and trick ourselves to believe that it's more than a 2D image. But a lot of times you think it goes this way. But what Atmos and this huge soundscape, it makes it feel like it covers you in a sound blanket. And yeah, it's, I think that's sowas wie VR oder so, super schwer rüberzufinden, wenn du es nicht zeigen kannst so richtig. Ja, oder halt Auflösung, story, ne? So, ja, erklär mal jemandem, was HD really brings to the media, where you're feeling that you are this character, that you are Lara Croft. Ich glaube, HD und SD sehen die Leute noch deutlich mehr als. Ja, stimmt, ich dachte, da hat er, wenn du es etwas erklären HD. Willst, aber da kannst du es zeigen, ja, stimmt. Intense Violence. Es ist einfach die Werbung war ja eigentlich vorbei. Das ist wieder Werbung weitergeht, das so ein langer Werbeblock ist. Mit Sachen, die wir schon gesehen haben. Ja, vor allem. Ja, ja, das war schon. Weird. Ich glaube, es wird eher 6, Tom. Ja, dann. Es sind noch 500 Leute, das ist krass. Müssen wir eventuell weniger auf unsere Möbellieferung warten. Ja, stimmt, wir bekommen neue Möbel. Zwischen 8 und 16 Uhr heute. Unglaublich. Vielleicht kriegen wir sie auch irgendwann um 8 Uhr. Das wäre der Hammer. Unglaublich. Aber dann haben wir auch ein Jahr lang Pech im Punkt 8. Als Karma ding, dafür. Ding. Hier ist ihre Couch. Ja, also, ne, man müsste ja eigentlich sagen, ist wahrscheinlich eines der letzten Male, dass ihr diese Couch seht. Ja, stimmt. Verabschiedet euch von ihr. Wenn jemand abkaufen will. Diese Telefonnummer ist im Impressum. Nein, um Gott, warum bitte nicht hier an? Seine Geschäftsnummer. Wir verklagen euch, wenn ihr anruft. Hier ist der Vice President of Blizzard Entertainment, Jeff Kaplan. Hallo, gute Jeff. Hallo, ich klaue dein Reis. Guter Nickname. Aber bitte klaue nicht mein Reis. 2 years ago, we were honored to be up here to accept the Game of the Year for Overwatch. It was so awesome. Schon 2 Jahre her? So much to our team. It's so special right now to be able to share that with another studio. Überall wieder. Here to celebrate all of the nominees for Game of the Year, the Game Awards Orchestra. Also das wird einfach, das ist wirklich das offensichtlichste Game of the Year, was ich mir je vorstellen könnte. Ja, weil das gewinnt, also da würde ich jetzt meinen linken Finger für aufs Spiel setzen, dass das Red Dead Redemption 2 gewinnt. Nein, über meinen rechten Finger. Ich finde super, dass Celeste nominiert ist. Ja. Das ist übrigens die Musik, das ich gemacht habe. Ja, gerade gesagt. Wurde auch vorhin in der Show gesagt, oder? Achso, das habe ich nicht. Es ist halt, das Ding ist immer so, gerade wenn du das noch im Dezember machst, oder eigentlich ja sogar schon im November, je nachdem, wie weit vorher geplant das hier ist. Mhm. Die Spiele, die am Ende des Jahres rauskommen, haben es immer leichter. Ja. Weil sie halt viel mehr in den Erinnerungen sind. Und die Leute, du brauchst ja eigentlich, nachdem du dann durch bist, mal ein paar Wochen Perspektive, um das richtig einordnen zu können. Und deswegen finde ich, sollte man die Spiele des Jahres 2018 eigentlich erst im Januar oder Februar sehen. Bis dahin auch gar nicht groß drüber nachdenken.
eine tolle Art, die Spiele sehr schön zu präsentieren. Das mag ich sehr gerne. Dieses Schwelen. Hört man das im Spiel? Ja, klar. Ich habe keine Situation im Kopf, wo das nicht kam. Ich habe ja keine Musikmomente im Spiel. Aber wenn ich halt an den Musikmomente denke, denke ich an den Reveal-Trailer. Das Ende, weißt du? Mhm. So raus. Genau. So erstaunlich nah ran. Das war ich ja. Ich war alle. Oh, das ist auch schön. Ja. Hier in das Monster Hunter Team überzugehen. Ach cool, dass das nominiert ist irgendwie. Mhm. Ich hoffe, gleich kommt noch Devil Trigger. Bringt so irgendwie drunter. Mal vornominiert. Bestes Spiel des Jahres, Devil Trigger. Das Lied. Ja, es ist ein bisschen schade, dass so Spiele wie Celeste so instant keine Chance haben bei den Awards. Ja, aber ja, also schon, aber ja, die gewinnen halt zu sein, ist halt. Zumindest in der Kategorie schon ja, klar, krass. Das heißt halt ein sensationelles Spiel, das in seinem Genre das nichts, würde ich sagen, schlechter macht als für Dead Redemption 2 in seinem Genre. Weißt du, es sieht halt nicht so aus, halt nicht diese Produktionswerte und ich fände es schön, wenn diese Produktionswerte weniger wichtig wären. Ja, also ich weiß halt nicht, wonach die Kritiker da gehen, weil. Kann ja gut sein, dass Red Dead sie da einfach mehr bewegt hat. So, wir hatten jetzt Monster Hunter, Celeste, Spider-Man, Red Dead. Assassin's Creed. Assassin's Creed und Spider-Man. Schade, dass bei Spider-Man nicht das Spider-Man. Spider-Man-Theme genommen haben, was sie hier gespielt haben. Das war etwas, was ich wiedererkennen würde. Orchestral. Das war extrem. Here it goes. Alright, and the game award for Game of the Year goes to God of War. Oh! Extrem überrascht. Nicht mitgerechnet. Wow, sehr überrascht. Das, also der krass. Mein Armfinger. Ja, jetzt hättest du, also wirklich... Für meine Mini-Guillotine? Ja. No! Nein! Kann man wieder annehmen, Robin. Nein! Das ist für die Show. Stell dich so an. Ja, doch, Aaron. Robin, Finger kommt ab! Oh, der Boy ist auch mit auf der Bühne. Christopher Judge auch? Ja. Den kannst du übersehen. Ja, God of War ist ja bei mir so ein Spiel, wenn der nächste Teil richtig, richtig gut wird und all dieses Getease? Build-up und Getease auch mit einem entsprechenden Payoff belohnt, dann steigt bei mir auch das erste God of War sehr weit in der, Wahrnehmung, aber... Thank you and thanks so much to this team back in Santa Monica. Just an amazing, amazing group. Schrank, der Mann, ey, das ist mega cool. It, really pulled together. Oh Gott, wie ist das los? So beautiful vision that we're going to the franchise reboot for God of War. And I'm so thankful. Ach, guck mal, der hat auch so ein Rainbow Shirt an. Gay, straight, boy, girl, purple, green, unicorn. You are an amazing visionary. Entschuldigung, habe ich falsch vorgelesen, das ist meine Schuld. Also es wäre immer noch Celeste oder Donald County hier gewesen, ja klar, aber wird mein Donald County dann gehen? Behind the scenes work that goes into producing a game like God of War and the triumph that it is without Yumi's steadfast ability to thread that very tricky production needle and the balance with Corey's and the team's creative vision, we would not be where we are on this stage today. So thank you to Yumi and the entire production team. Oh, wow. Ja, man merkt so ein bisschen, dass es 5:47 Uhr ist. And you guys, the fans around the world,
Together, we all dream big dreams, and that's ich finde, man sollte einen Zettel, kein Handy mitnehmen. Feeling every day when we walk into the studio to create something like God of War. I want to thank my children for being the very best, and all of the families throughout the God of War team who rode this wave with us. Thank you so much for the support that we were given over the course of many, many months, many hours, many years. And lastly, Scott Rohde, tremendous support to the Santa Monica studio, Shuhei Yoshida, and Sean Layden. Sean Layden war bisher der Einzige, der mit really bei stood behind us through a studio reboot and a re-envisioning of this franchise, which takes a lot of guts at that level. And the entire PlayStation Shirt. Family who stood Dings. Behind us as in that partnership over so many years to really also. Realize what this franchise was capable of. Kratos, das thank mal you, everyone. Corey? Boy, ja, man könnte God of War auch in die Richtung bringen, theoretisch. Oh, aber das wäre so viel besser, wenn du Cthulhu im Lovecraft-Universum sitzt. Das wären die besten Götter. Weil da hätte einfach auch Kratos so keine. And again, please give it up for every creator. And that is creators of games, creators of movies, creators of comic books, creators of every single thing that enriches our lives, that makes us believe that magic is real. All right, I love y'all. Das war sehr schön. Ich nicht, also David, das hätte ich wirklich. Ja, hätte ich jetzt auch Red Dead zugeordnet. Ja. Haben wir ja beide vorher. Ja. Da hat die Show am Anfang einen falschen Eindruck geweckt. Mhm. Congratulations to the God of War team for winning Game of the Year. Let's check the Twitch leaderboard and see who was the most successful predicting all the winners tonight. Also, fände ich jetzt auch cool. Well, it's been a great year for games, as everyone has said. Thank you so much for watching the Game Awards. We'll see you next year for the Game Awards 2019. Good night. I really appreciate it. Thank you, everyone. Sehr, sehr tolle Show. Ah, noch ein cooler Medley. Nochmal das Game Awards Team. Roblight. Brauchst du das Splinter-Cell, Tom? Ja, ja, Robin, warte noch ein paar Minuten. Mitochondrien Salat hat übrigens geschrieben, bei Games for Impact, laut der Website, war The Missing da. War The Missing nominiert, ja. Das wollte ich gerade fragen, weil das ist sehr cool. Also hätte ich gar nicht mitgerechnet. Ja. Das flog sehr under the radar. Ja. Das ist so ein cooles Bühnenbild. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Show nochmal, noch ein Jahr in Folge, eine Steigerung erfährt. Ja, super. Aber super. Echt super schön. Sehr schöne Momente drin. Der ganze Sonic Fox Nummer allein was wert. Ja, ja, auch diese ganzen Entwicklervorstellungen, ne, dass du dann mal Leute siehst und Spiele siehst aus Gegenden, die halt normalerweise nicht die Exposure bekommen und so. Und dann parallel eben auch so sehr schöne und eher kleinere Spiele hier die Bühne bekommen. Und zwar teilweise ja so richtig mit langen Trailern und allem drum und dran. Ja, es wirkte allgemein sehr, wir lassen uns Zeit, wir lassen Leute ausreden. Genau, es hat auch so, sich auch nicht so ne, dieses Oscar-mäßige, wir lassen jetzt die Musik hochfahren, damit der Typ von der Stage kommt. Weil manche Leute haben sehr lang geredet. Ja. Hätte man also verstehen können, wenn sie das gemacht hätten, aber haben sie nicht. Ja. Dass die Stars, die da waren, haben das nicht irgendwie künstlich wirken lassen. Also Jonah Hill oder Christoph Waltz oder so haben sich da super gab's, eingefügt. Gab es auch so wenig, wofür diese Show mal berühmt war, diese awkward Momente, ne? Aber eigentlich nicht so wirklich. Das war richtig toll. Man merkt, dass da das Produktionsteam deutlich gewachsen sein muss und da Leute dran arbeiten, die wissen, wie man so ein Ding veranstaltet und wahrscheinlich schon mal in andere Formen veranstaltet haben. Der Keely selbst arbeitet ja auch echt sein ganzes Leben lang in dieser Branche. Ne? Ja. Das finde ich so weird, wenn du so Bilder siehst aus den 90ern, wo der Typ ja erstaunlicherweise noch genauso aussieht wie jetzt. Also er ist ja nicht groß gealtert. Aber das ist so weird. Mhm. Aber hier wäre jetzt etwas, wo ich halt dann auch verstehen kann, dass man da sehr stolz drauf ist, dass man da angekommen ist. Es gab es gab keine Musik losging, sondern auf dem Teleprompter stand Wrap it up, wenn sie zu lange geredet haben. Echt? Davon hat Jason Schreier ein Bild gepostet, Wrap it up. Das klingt so.
Rapid ist schon so, wurde immer größer bei Fox. Weißt du, das Font wurde immer fetter. Wrap it up. Jesus Christ, wrap it Holy up already. Fuck, man. Okay, also. So, jetzt spielst du noch 3 Stunden Smash? Genau, vielleicht? Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt weiter mit Smash. Nein, vielen lieben Dank an alle, die jetzt noch dabei waren zu so später oder man muss ja eher sagen früher Stunde, weil manche so. Manche von euch sind vielleicht gerade erst aufgewacht, deswegen guten Morgen. Ja, und die Leute, Spaß die das Arbeit. In der Aufzeichnung gucken und sich gerade denken, nö, alles richtig gemacht, ich muss das nicht nachts sehen, auch okay. Wir würden uns freuen über eure Unterstützung auf patreon.com/hookt oder steadyhq.de/hookt. Das macht uns diese ganze Chose hier überhaupt erst möglich. Vielen Dank auch nochmal an die Mods, an Dobsy, der immer da zu sein scheint, dass man sich da so krass drauf verlassen kann, ist echt auch keine Selbstverständlichkeit. Deswegen nochmal ausdrücklich vielen Dank, Dobsy. Und ich glaube, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns am Sonntag wieder, falls ihr möchtet. Hey. Am Sonntag wird Hooked 4 Jahre alt und um 12.30 Uhr starten wir zu diesem Anlass einen Livestream, in dem wir Prince of Persia, The Sands of Time, eines unserer Meinung der besten Spiele aller Zeiten, das wir komplett durchspielen werden an diesem Sonntag, von vorn bis hinten. Das wird dementsprechend auch seine 10 Stunden dauern oder so. Wird so ein richtig langer Stream, aber auch ein richtig entspannter Stream. Und wir zeigen auch noch ein bisschen was. Genau, es gibt einen Hooked Highlights Card. Genau. Wir haben noch einen Teaser, den wir euch zeigen wollen. Das seht ihr ja dann vielleicht, wenn ihr Lust habt und da dabei sein wollt. Ich bin jetzt dann doch müde geworden am Ende. Bis dahin war es das sei dir verziehen. Du wirkst immer noch sehr fit, Tom. Also obwohl du ja noch gar nicht nochmal pennen warst. Du bist anscheinend können wir aus dir auch eine Nachteule machen, Tom. Ne, also ich kann das ja eigentlich auch lange aufbleiben, aber. Ja, aber das ist sehr faszinierend, dass du halt das auch kannst, dass du es nicht machst. Weil das ist etwas, was mir halt schwer fällt. Dass du in der Lage bist, beides zu tun, zeugt erneut von deiner Superhuman Strength. mein ganz persönlicher Superman, Thomas Gold. Ja, ich wurde mal von einer Koffeintablette gebissen, seitdem hat sich mein Leben drastisch verändert. Ja, die radioaktive Koffeintablette. Okay, das soll's gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis Sonntag. Tschüss.